Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Liebe und Lust, das gehört ja für viele Menschen untrennbar zusammen. Aber während die einen so ein ganz aufregendes Sexleben haben, gilt für die anderen eher Frust im Bett. Sex, Lust und Frust, das ist unser Thema heute. Und ich begrüße dazu diese Gäste. Für die Schauspielerin Katharina Jakob ist der Sex im Alter anders, aber immer noch gut. Die Leidenschaft wird weniger, aber das muss ja kein Nachteil sein. Gleich mehrere Partnerinnen hat Matthias Daunenhauer. Früher hat der ehemalige Pastor in einer traditionellen, monogamen Ehe gelebt. Aber so nach und nach hat er gemerkt, eine Frau allein reicht mir nicht. Fetische unterschiedlichster Art bietet Lady Mira ihren Kunden. Ob Schweißfüße, platzende Luftballons oder SM-Spiele. Sie lässt die wildesten Fantasien Wirklichkeit werden und zu Hause erfüllt ihr Heino, den sie selbst ihren Sklaven nennt, jeden erdenklichen Wunsch. Nach der Geburt ihres Sohnes herrscht bei Lilly Holunder nur noch Flaute im Bett. Statt aufregendem Sex hat die Ehefrau von Ex-Nationaltorhüter René Adler eine sexuelle Durststrecke durchlebt, inklusive Angst, ihre Beziehung zu verlieren. Für Alexander Freise hat sich jahrelang alles nur um Pornos und One-Night-Stands gedreht. Ununterbrochen hing er vor dem Rechner oder hat Swingerclubs und Dominas besucht. Kurz vor dem Zusammenbruch hat er sich dann seiner Sucht gestellt. Viele nennen sie die Aufklärerin der Nation, Ann-Marleen Henning, Sexologin, Paartherapeutin. Sie weiß, warum viele Menschen keinen befriedigenden Sex haben. Und sie sagt, statt die eigenen Bedürfnisse frei auszuleben, hindern uns häufig unnötige Tabus und Schranken an einem erfüllten Liebesleben. Herzlich willkommen, Frau Henning. Herzlich willkommen an die Runde. Frau Jakob, wir haben heute jemanden in unserer Runde, nämlich Sie, Herr Daunenhauer. Sie sagen, ich liebe mehrere Frauen und ich kann auch mehrere Beziehungen parallel gleichzeitig führen. Haben Sie sich auch schon mal gedacht, ach, das könnte auch was für mich sein, Frau Jakob? Das ist gar nichts für mich. Ich finde einen Mann schon anstrengend. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte mehrere von der Sorte, nein, das geht nicht. Geht nicht? Nein, ich möchte mich bitte auf einen Partner konzentrieren können und der soll sich auf mich, wobei, also manchmal ist das italienische Prinzip gar nicht so schlecht. Was ist das italienische Prinzip? Ja, die Ehe und die Geliebte. Ah. Also jetzt kommt aber doch noch mal ein anderer Aspekt da rein bei Ihnen. Ja, aber das ist ja dann auf der anderen Seite. Ja, ja. Aber nee, ich muss sagen, also, ich habe ja gesagt, wir sind ein bisschen wie so Gänsepaar geworden. Mhm. Wir geht nicht ohne. Wir sind ja immerhin seit 22 Jahren zusammen. Ja. Herr Daunenhauer, wie ist das denn bei Ihnen? Gestehen Sie denn auch Ihren Partnerinnen zu, dass Sie mehrere Partner haben, so wie Sie mehrere? Na, selbstverständlich. Das geht. Das ist, fände ich, das Schlimmste, was es gibt, dass jemand sich Rechte rausnimmt, die er anderen nicht zugesteht. Ja. Und wie ist das, wenn Sie jetzt zum Beispiel oder Ihre Partnerinnen einen tollen Sex hatten? Ist es dann so, dass Sie den anderen davon dann auch erzählen und sagen, wow, das war heute so super mit der und der im Bett? Oder sagen Sie eher, ich halte mich zurück, weil ich will da niemanden verletzen? Wie ist es bei Ihnen? Das kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Wir haben eine Absprache getroffen, dass man alles fragen darf, aber vielleicht nicht alles erzählen muss. Aber die Grundregel heißt, dass man auf Fragen antwortet. Wenn wir beim Reden und offenen Reden über Sex sind, Frau Holunder, Sie sind Mutter. Was ist Ihr Eindruck? Ist es schon ganz einfach über Sex während der Schwangerschaft oder auch wenn das Kind da ist, mit anderen zu reden? Oder ist da immer noch so ein bisschen auch ein Tabu? Ich glaube, es ist nach wie vor leider ein Tabuthema. Natürlich ist es auch Typsache, wer möchte sich öffnen und wer nicht. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich mich austausche, und am besten kann ich mich auch mit Menschen austauschen, die ich gar nicht gut kenne, habe ich feststellen dürfen. Dann sind wir heute hier richtig. Ne? Wir kennen ja, ist uns, wirklich so. Wir lernen uns erst kennen. Es war eine Zeit lang so, hi, ich bin Lilly, es klappt nicht mit dem Kinderkrieg, ungefähr so. Nee, dass es mir einfach total hilft, dass ich einfach als Frau merke, ich sitze nicht allein im Boot und andere haben die Probleme auch und man auch wieder Mut bekommt und auch auf neue Ideen kommt durch den Austausch. Was ist denn Ihre Erfahrung? Wie sehr ist es noch ein Tabu? Ist es auch so, dass Sie auch sagen, ja, es ist schon noch ein Tabu, da offen zu reden? Nee, ist es. Also alles, was mit Sexualität zu tun hat, es ist einfach immer, es sind viele Mythen da, viele Ideen, wo man dann irgendwie nicht reinpasst ins Muster oder man soll dies oder jenes. Und man kann, wenn überhaupt, reden dann über andere. Also über das, was man gesehen hat im Fernsehen oder was wir hier besprechen oder so. Aber dieses Reden über sich selbst, also über irgendwas, was bei mir nicht gut klappt oder bei mir hervorragend klappt,
das ist irgendwie ganz schwierig. Mhm. Also da ist eine große Scham da und vielleicht ist zum Teil auch berechtigt. Also man braucht ja auch nicht immer alles herausposaunen. Wir haben im Nachtcafé zum Beispiel über Pornosucht, über Sexsucht auch noch nicht so oft geredet. Nein. Deswegen umso spannender, Sie da heute auch kennenzulernen. Schon mal zu Beginn, ist es so wie bei anderen Süchten auch, dass Sie eigentlich ständig rückfallgefährdet sind? Da wird schon genickt. Ich nicke, ja, ich nicke. Ja. Also, man kann es vergleichen mit anderen Süchten. Es ist natürlich super individuell, ne? Aber es ist vergleichbar, weil es so eine Art, ich würde sagen, Bewältigungsstrategie für etwas ist, was dahinter steht. Ne? Und das ist so das, was es vergleichbar macht, das kann man schon sagen, ja. Viele träumen ja immer noch von der Liebe, mit der wir alt werden. Ja, Sie sind seit 20 Jahren jetzt verheiratet oder mit Ihrem Mann auch zusammen. Verheiratet nicht. Aber. Ja, mit Ihrem Mann zusammen. Wie hat sich Ihr Liebesleben so mit den Jahren verändert? Wie würden Sie es sagen? Sie haben es ja gerade schon mal angedeutet. Nein. Naja, also, sagen wir es mal so, der doppelte Löwensprung über die Anrechte ist nicht mehr. Okay. Das ist klar, das liegt aber auch an den morschen Knochen. Wir würden, glaube ich, hart aufprallen. Und mein Mann ist ja auch noch 15 Jahre älter als ich, der ist aber fitter als ich, muss ich dazu sagen. Mhm. Was man früher geturnt hat, das ist nicht mehr. Also die große Akrobatik, nein, das haben Sie hinter sich gelassen. Das haben wir hinter uns gelassen. Ja. Und stattdessen hat das Ganze eine völlig andere Bühne bekommen. Das ist eine Vertrauensgeschichte. Wir kommunizieren unglaublich viel. Und ich glaube, wir würden sagen, wir sind wirklich sehr, sehr glücklich miteinander. Mhm. Ich meine, es ist nicht so wie bei meiner Großmutter, die irgendwann gesagt hat, unsere Ehe wurde erst glücklich, als er nicht mehr konnte. Ja. Das ist natürlich das ist schon ein hart. Harter Satz. Okay. Ja, das sie hat das eben nie gemocht. Ne? Nee. Für sie war das eine war das schlimm. Ein tragischer Satz, kein tragisch. Ja, genau, das ist aber das ist auch eine dahinter, Generation, ne? Die gelernt hat, es auch nicht zu mögen. Ich frage mich oft, ob die es vielleicht doch gemocht hätten, wenn sie sich getraut hätten. Oder wenn sie die richtigen Partner gehabt hätten. Auch, ja, man blieb eben. Ne? Man blieb egal, eben zusammen, war. Egal was war. Ja, und das müssen wir ja nicht. Also dieses Augen zu und durch ist zum Glück nicht mehr das da. Das ist ja nicht mehr da, stattdessen, das hört man bei Ihnen ja auch nicht raus, dass es in irgendeiner Form was Unangenehmes ist, sondern es hat eine andere Form bekommen. Weniger akrobatisch, stattdessen, wie würden Sie es beschreiben? Es ist eine große Zärtlichkeit jetzt da. Ja? Es ist eine sehr große Vertrauensgeschichte da. Mhm. Also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde noch mal jemand über den Weg laufen, wo die Hormone verrückt spielen würden, würde ich sagen, oh mein Gott, der Stress, der da dran hängt. Spätestens beim Ausziehen wäre bei mir der Ofen aus. So dunkel kann das Zimmer gar nicht sein. Außerdem hat der Mensch ja auch noch einen Tastsinn. Also da würde ich dann sagen, wir lassen das lieber, ja. Und das habe ich bei meinem Mann halt nicht. Wir sind zusammen alt geworden. Die Entspanntheit, ja, sich schon zu kennen. Ja, wir haben so eine mega Entspanntheit. Ja, genau. Wir haben halt so eine mega Entspanntheit. Also es ist so mehr so auf dem Sofa, Austausch, ja. Ja, das ist ja klar. Ich meine, wir sind zusammen faltig geworden. Wir sind zusammen alt geworden. Mhm. Die Körper verändern sich, aber es ist nach wie vor eine große Vertrauensgeschichte. Aber ich würde das nie wieder noch mal diesen Stress auf mich nehmen wollen. Echt nicht. Nein. Ging es denn mit den, viele sagen ja immer, die Wechseljahre sind so diese spezielle Phase, ging das bei Ihnen da auch los? Ja, sicher. Ja? Also die Wechseljahre war eine harte Prüfung für uns beide. Was, muss ich ganz ehrlich was heißt sagen. Das übersetzt, die vielleicht auch für Frauen, die da noch lange nicht drin sind und Männer? Ja, aber Männer kriegen es ja auch. Ja, also so ist es ja nicht. Deswegen habe ich das gerade noch mal nachgeschoben. Also so. Da waren wir beide, also vor allem von meiner Seite her, wo ich noch mal testen wollte. Mhm. Ja, das war so eine Testphase. Und nach außen testen? Ja, nach außen testen auch. Ne? Also die italienische Phase. Ja, so. Ja, es war so eher so eine Testphase. Und wo ich dachte, Mensch, jetzt wirst du alt. Ja, jetzt bist du, dein Zweck der Befruchtung, den gibt's nicht mehr. Mhm. Und in dem Moment, wir sind ja eigentlich da, um Kinder zu zeugen auf dieser Welt. Und da bist du plötzlich überflüssig. Also das geht nicht mehr. Und da passiert aber was im Körper der Frau, definitiv. Und da wollte ich das noch mal wissen und bin sowas von gnadenlos gescheitert.
Ist es automatisch so, dass sich Sexualität verändert mit der Ja, ja, weil ganz, ganz wichtig, ich muss es kurz machen, jetzt wichtig sind die Gefäße. Und die sind einfach schlaffer. Also für die Durchblutung bei allen, die sind verkalkt und nicht mehr so, wie die waren. Und es dauert länger, bis Erektionen da sind oder bis alles ordentlich durchblutet ist, auch bei der Frau. Weil durch die Durchblutung bei der Frau kommt auch diese Feuchtigkeit, dass es gut gleitet. Mhm. Also es ist langsamer, aber wenn man dann im Gange ist, und da ist kein Unterschied. Also das ist genauso geil und auch Orgasmen und. Ja, Entschuldigung, das hat mir jemand auf Facebook geschrieben, früher war es Gleitgel, jetzt ist es Voltaren-Gel. Kann man sich da fit halten? Das ist schon Sport und gesunde Ernährung, um die Gefäße tatsächlich, also das Allerwichtigste ist gesunde Ernährung und Sport, weil der Körper dann besser drauf ist. Und auch use it or lose it. Also Leute, die viel Sex hatten, tendieren auch dazu, weiterhin mehr Sex zu haben oder Sex wie gehabt. Also es bleibt individuell eigentlich. Es ist immer sehr. Mhm. Und es ist überraschend manchmal, ich kann mich ja auch mal kurz outen, also mit meiner Vergangenheit viel Sex gehabt, habe ich gedacht, never ever trifft mich die Menopause mit der Trockenheit. Unglaublich traf es mich. Also da gab es mitunter Zeiten, wo es einfach nicht ging. Und ich mit meinem Wissen, mit Beckenboden kneifen und tief durchatmen und kurz Pause machen, keine Chance. Es war nicht feucht. Und das ist, da können wir ganz einen Sprung machen zum Reden oder nicht reden. Ja. Also wenn ich keine guten Ideen selber habe, ich hatte ja dann welche, jetzt ist das Problem gelöst, dann wäre es gut, wenn alle Frauen, die sagen, boah, ich bin ja ausgedörrt, das stimmt nicht, man kann was tun. Man kann auch die Sexualität verändern. Also wenn man denkt, dass man wie früher einfach... Das klappt vielleicht nicht, aber wenn jetzt alle mehr Zeit brauchen, auch die Männer, kommt man in so einen anderen langsamen Start und da ist auch alles genauso feucht wie früher. Also doch, Slow Sex ist ein spannendes Thema bei dem. Wie bitte? Ne? Slow Sex ist ein spannendes Thema. Ja, zum Beispiel. Slow Sex. Ja. Also auf jeden Fall gehen wir heute ins Detail, man merkt das schon. Ne? Ja, ich wurde inspiriert. Und nee, das ist ja auch gut so. Das ist ja auch voll. Haben Sie denn das Gefühl, wenn wir darüber schon reden, dass es manche auch immer noch gibt, die sagen, ach, jetzt hier über Sex zu reden, auch noch über Praktiken zu reden, das macht man doch nicht. Nee, das klar, ist doch was da, Intimes. Das, ja. Ich, ganz sicher kommen auch negative Mails, immer, nach so einer Sendung. Das sind meist ein oder zwei und die sind richtig sauer. Mhm. Und dann kommen die ganzen anderen. Ja. Danke, dass Sie dieses Thema aufnehmen und toll mit der Empfehlung und der. Oder können Sie mir sagen, wo es das gibt und so weiter. Ja, und das kann ich denn. Wir reden jetzt ja hier über Sex, haben aber noch gar nicht uns gefragt, was wir darunter verstehen. Was ist denn für die eigentlich Sex? Ja, es ist ja der große Unterschied, das muss man unterscheiden, zwischen Liebe, Lust und Sex. Mhm. Und Sex, ja, was ist Sex eigentlich? Drei Worte, drei Buchstaben. Ja. Was ist es, wie Tor? 1000 Fragen. Ja, was verstehen Sie unter Sex? Was ist das für Sie, Herr Freise? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und die kann man auch nicht so pauschal, die kann man ja nur für sich individuell beantworten. Ja. Das Problem bei mir und meiner persönlichen Geschichte ist, dass Sex für mich lange Zeit nicht mit Liebe in Verbindung stand. Und es auch immer noch schwer ist, diese Verbindung oder diesen Kanal zu legen. Mhm. Und ich finde, dass Sex und Liebe schon sehr, sehr viel miteinander zu tun haben. Nur da ist halt eben zum Beispiel mein Problem gerade. Ganz das klar. Eine ist also die Verbindung Sex und Liebe. Und ich glaube, bei anderen fängt Sex erst da an, wenn man miteinander schläft. Was ist für Sie Sex? Was würden Sie darunter fassen, Frau Hennig? Naja, also was sagt die Expertin? Wenn Sex, ich sage dann auch, das ist irgendwas, wo schon auch die Genitalien mit ins Spiel kommen. Also es muss nicht die Penetration sein, aber es kann ja auch... beim Slow Sex, also ganze Berührungen, Orgasmen, ganz ohne Penetration, kann alles Mögliche sein. Und wenn man dann einen tiefen Zungenkuss macht und man heftig reagiert, dann ist es fast Sex. Das ist sehr, sehr viel. Und, aber können Sex nicht auch schon Gedanken sein? Ja, zum Beispiel, finde ich auch. Da denke ich aber vielleicht auch ich denke ja nicht dann an seine Haare oder sowas. Ich denke dann wieder an... Es kommt also aber darauf an, das ist ja auch wieder unterschiedlich. Wie war das denn bei Ihnen, Frau Jakob, als Sie vor 20 Jahren Ihren Mann kennengelernt haben? Wie schnell war das da in Gedanken dann schon da alles bei Ihnen? Gar nicht. Gar nicht? Nee. Erzählen Sie mal. Ja, weil er nicht mein, sagen wir mal so... Mein Mann war erstens mal zu der damaligen Zeit noch verheiratet. Das bedeutete für mich absolutes Tabuthema. Mhm. Allerdings war die Ehe da schon am Wegbrechen. Und dann war er auch überhaupt nicht mein Typ. Also es war dann offensichtlich gar nicht. Eher was auf den zweiten Blick.
vierten, fünften. Naja, man hat mich sozusagen draufgestoßen und hat gesagt, das wäre doch eigentlich. Aber vom Typus her wäre es nicht meins gewesen. Aber als es dann da war, ging es da dann los mit der Leidenschaft dann umso mehr? Ja. Na klar, ja, logisch. Und würden Sie sagen, das ist eigentlich immer noch auch diese Zeit so Fundament Ihrer Liebe? Sie können so eine lange Ehe, wenn da das Fundament nicht stimmt, dann geht das nicht. Das Fundament muss stimmen. Es gibt, sagt das mir mal, eine sehr kluge Mutter hat immer gesagt, das erste Jahr definiert sich über das Bett und dann musst du eigentlich reden können. Mhm. Ja, dann kommt der Austausch. Also sie sagte, wenn da das Fundament nicht stimmt, dann vergiss es sofort. Und ich meine, diese Sachen zum Beispiel, ich kann dich nicht riechen. Wir kennen das doch alle. Mhm. Wenn eine Beziehung aufhört oder man entliebt sich, sage ich es jetzt mal so, dann wird das ganz wichtig. Und plötzlich kann man den anderen wirklich nicht mehr riechen. Dann denkt man sich, oh mein Gott, was passiert mit mir hier jetzt gerade? Ja? Dann muss man das aber auch wirklich beenden. Ja. Dann muss man wirklich das in der Hose haben, dass man sagt, nein, jetzt beende ich es. Ja. Und nein, und die wenigsten tun das. Das wird so weiter geschleppt und immer mehr geschleppt. Und dann fangen die Verletzungen an. Ja. Und diese Verletzungen sind dann nicht nur, die passieren dann auch im Bett, weil man dann plötzlich abgestoßen wird oder auch der andere sagt, ich will dich nicht mehr oder das hinterlässt solche Narben. Man muss das früher wirklich beenden und ich habe so viele Beziehungen erlebt, wo die Leute sich nicht getraut haben, sich zu trennen. Die sagt, mach das und das ist immer fürchterlich geendet, wirklich. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Sie haben ja auch so die Phasen Ihrer Beziehung schon mal angedeutet. Sie sind ja eine erfolgreiche Schauspielerin, Bulle von Tölz, da denken gleich viele, aber auch viele andere Sachen. Sie waren ja auch oft auf Tournee. War das für Ihr Beziehungs- und auch für Ihr Sexualleben auch so eine Sauerstoffdusche, mal Distanz zu haben quasi? Also ohne Distanz, finde ich, geht's nicht. Ich finde, die beste Lösung, also die Monika Lundi hat das mal zu mir gesagt, meine Ehe ist deswegen so wahnsinnig glücklich, weil wir getrennt leben. Ja, die hatten zwei verschiedene Wohnungen und ich finde das mega. Weil wie oft bin ich abends zu Hause und mein Mann lebt teilweise dann in Kanada. Also wir sehen uns jetzt ehrlich, in diesem Lockdown hat unsere ganze Familie gesagt, oh Gott, das gibt Mord und Totschlag. Ja. Weil wir zum ersten Mal so intensiv, so lange zusammengehockt haben. Das war es aber gar nicht. Nee, das lief super. Super. Jetzt passiert nur eins, jetzt kommt so ein gewisser Entzug. Ja, jetzt ist er 3 Tage nicht da und ich leide plötzlich unter Entzug. Das hätte ich nie gedacht. Ja. Und ich sage, oh weia, wo ist er? Und plötzlich fange ich an, zu Kontrolletti zu werden. Und ich sage, wieso ist er nicht um 5 Uhr da? Weil sonst war er immer um 5 Uhr da. Das muss ich mir ganz schnell wieder abgewöhnen. Klingt wie eine neu entdeckte Eigenschaft von Ihnen. Ja, ganz schlimm. Kann in Richtung Leidenschaft gehen. Passen Sie auf. Echt? Ja, klar. Oh Gott, der Arme. Ist ja dieses, der andere ist nicht mehr immer und sicher zu haben. Und wenn man beginnt, damit zu spielen, im Positiven jetzt, dann einen kleinen Flirt rüberschicken, irgendwas. Und dann plötzlich ist ein Spiel wieder da. Weil man Abstand hat. Also weil er nicht kommt, wenn er kommen aber sollte. Wie gesagt, wie 3 Monate Tournee und so, das ist hart. Ja. Wie ist es bei Ihnen, Frau Holunder? Sind Sie eher ein Paar mit Ihrem Ehemann, das oft zusammen ist und gerne auch die ganz große Nähe hat? Oder brauchen Sie auch so Luft zum Atmen und Distanz? Also wir sagen immer, wir sind in jungen Jahren schon Spießer, weil wir echt super gerne einfach unsere Ruhe haben, also zusammen. Ich koche was, wir gucken Serien zusammen. Wir reden auch viel, wir sind wirklich so ein Paar, das alles bespricht. Ich finde, man kann auch Dinge totreden. Die Erfahrung habe ich jetzt auch nach der Geburt gemacht, dass ich jedes Detail mit ihm besprechen wollte. Und er war irgendwann so, können wir mal eben nicht mehr über deinen Dammriss sprechen oder so. Aber bei uns bleibt es gar nicht aus, dass wir auch immer wieder getrennt voneinander sind. Und ich merke auch, dass das total gut tut. Also ich liebe den Alltag mit ihm. Alltag ist ja oft so negativ belegt. Ich finde das total schön, weil auch wie Sie gesagt haben, diese Anfangsphase ist super aufregend, ne? Wenn man wieder neu startet, neu kennenlernt, Vertrauen aufbaut. Aber es ist auch super anstrengend. Es ist super aufregend und super anstrengend. Und ich finde es total schön, wenn man genau weiß, so Routinen hat und Insider und Abläufe. Und bei uns wird es zwangsläufig immer wieder unterbrochen. Ich denke, es ist positiv. Ja, das hört sich wie Liebe an. Ja, das hört sich wie Liebe an. Ja, könnte sein. Ja. Aber würden Sie auch sagen, ein bisschen Distanz ist ganz gut? Ja, also es gibt ja so verschiedene Theorien dazu. Und einige Leute sind sich definitiv zu nah. Und das ist nicht immer nur, weil die im gleichen Raum sind. Sondern weil die,
weil sie sich nie wirklich zeigen, ich will dies oder jenes nicht, sondern einfach immer lieber Ruhe haben. Also kein Streitpotenzial, keine Minen und nichts. Und deswegen sagen wir lieber nicht so viel und wir meinen alle immer das Gleiche. So, das hört sich ja schon so ein bisschen langweilig an. Das ist wie so eine, die sagen, wenn die in die Praxis kommen, ich habe eine sexuelle und paartherapeutische Praxis, wir streiten nie. Aber die sind ja bei mir, weil was nicht klappt. Und das ist oft, dass der Sex komplett fehlt. Die streiten nie, aber da ist auch keine positive Spannung, weil man müsste eigentlich streiten oder zumindest über Dinge sprechen und sagen, ich meine was anderes als du. Ich sag meinem Mann auch immer, sei froh, dass du so eine anstrengende, nervige Frau hast an deiner Seite. Ja. Sag ich auch immer. Wir haben ja gesagt, über Sex reden ist noch gar nicht so selbstverständlich für alle. Auf der anderen Seite ist Sex ja aber auch irgendwie überall präsent. Zeitschriften und Erwartungen werden damit ja auch aufgebaut. Haben Sie auch den Eindruck, es wird eigentlich schon erwartet, dass wir im Alter auch fit sind, sexuell aktiv, leidenschaftlich? 7 Mal pro Woche. Ja. Ist das schon, Frau Jakob, haben Sie das Gefühl? Also ich muss sagen, dieser Druck, wie soll ich das jetzt sagen? Ich schaue Streamingdienste an und egal, ob es jetzt nötig ist oder unnötig ist, es werden irgendwelche Sex-Szenen reingepresst. Ich will das nicht sehen, ehrlich gesagt. Ja, außer es muss sein. Ja, dann finde ich es okay, wenn es dramaturgisch wichtig ist. Aber wenn es dramaturgisch nicht wichtig ist, warum muss ich es mir dann bitte anschauen? Es kann sehr toll geschnitten sein und es kann auch sehr edel sein. Aber wenn ich das wirklich sehen möchte, gehe ich zu einer anderen Abteilung. Ach so. Wie sehr? Und dann will ich aber nicht. Aber ich glaube, dieser Drang, dass man sagt, man muss das jetzt... Gott sei Dank verschonen Sie unser Alter, was das betrifft, wird verschont. Ja. Aber dieser Erwartungsdruck, wir haben so oder so zu sein, so oder so auszusehen, so oder so aktiv haben wir zu sein, kann er uns auch gerade dieser Druck fertig machen und zu Frust führen? Ja, definitiv, weil also es gibt ja, und wir haben unser Nervensystem, das Sympathische, das ist für die Erregung und es gibt auch was, also den Parasympathikus, das ist die Ruhe und so grob gesagt. Und wenn wir solche Ideale immer sehen und so sein müssen und so nicht sind, dann kommen wir in den Stressmodus. Wir sind mit dem Sympathikus immer unterwegs. Wir beißen den Kiefer zusammen, wir spannen den Beckenboden an. Wir sind in Notmodus. Und da ist kein Sex vorgesehen. Also da soll man abhauen oder hauen. Aber ist es so einfach? Deswegen, wir haben Stress. Aber ist es so einfach, selbst wenn ich es jetzt weiß, selbst wenn jetzt alle zugehört haben, auch zu Hause, ist es so einfach, sich dann davon frei zu machen? Das ist, also wenn wir in der Praxis drüber sprechen, da sitze ich dann ja immer und sage, ja, Sie brauchen eigentlich einen Zeitcoach, auch unter anderem, weil ein Problem ist auch unser Alltag. Und wenn ich frage, seid ihr beide wach, die Kinder sind im Bett, ihr habt keinen Bildschirm vor der Nase, gibt's das? Gibt's das nicht? Das gibt's nicht. Und es ist auf allen Fronten Stress. Unser Zeit und unser Ideale. Und deswegen sind wir unlustig. Wir sind im Alter doch glücklich, oder? Ja, da hat man auch eine Chance zu sagen, ich wehre mich nicht mehr, oder? Also gegen sonst was, gegen Alter. Aber ich kann auch Nein sagen. Ja. Und das ist ganz wichtig. Was mich beruhigt hat zum Thema Sex und Alter, war mein Vater. Der ist vor ein paar Jahren mit 102 Jahren gestorben. Der hat sich mit über 90, 92, 93 noch mal verliebt und er hatte Sexualität. Ja. Nicht mehr so oft, aber und dann habe ich gedacht, okay, ist das so, glauben Sie denn, schön, alt zu werden, dass die Gesellschaft da weitergekommen ist, also dass diese Zeiten vorbei sind, in denen man Körper, ältere Körper sieht und denkt, oh, jetzt will ich auf keinen Fall an Sex denken, oder? Nein, also das, was das ist, mit dem auch Wolke 9 und so, es geht um sexuelle Skripte, die wir alle haben und da, die lernen wir selber mit unserem Sex. Und zum Beispiel bei Wolke 9, da sah man etwas, was man gar nicht im Kopf hatte und das sieht man mehr jetzt. In Filmen, Meryl Streep, auch in unserem Film, wo Sex im Hotel und so. Also es wird mehr, dass wir diese Dinge sehen. Und jetzt kommt auch ja die Babyboomer-Generation, das ist so eine bin ich, werde 57. Das ist so eine, wir sind es gewohnt, alles zu kriegen, was wir wollen. Und wir würden auch im Altenheim sagen, das entscheidet ihr nicht, ob ich Sex habe oder nicht. Genau. Also diese Gespräche sind schon da. Es ändert sich was. Nur die Scham ist ja immer noch da. Bei Problemen gibt es ganz, ganz viele Menschen, die einfach nichts sagen. Sie sagen, die Gespräche sind da. Sie, Frau Jakob, haben in einem Zeitungsinterview mal gesagt, ich zitiere, die Golden Girls, sprich 4 alte Weiber, die hemmungslos über Sex reden, wir kriegen das hier nicht hin. Nein, kriegen wir nicht. Warum kriegen wir das nicht hin? Weil man es nicht sehen möchte hier. Ja. Das ist einfach so. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich lebe ja 6 Monate im Jahr in Kanada.
Und ich habe es nicht für möglich gehalten. Ich dachte immer, die Nordamerikaner gerade sind so verklemmt, ja. Ja, ganz im Gegenteil. Da ist an jeder dritten Ecke ein Sexladen. Mhm. Und dann hat meine Tochter zu mir gesagt, komm, lass uns doch Vibratoren kaufen. Und ich habe gedacht, was willst du machen? Du willst da echt reingehen und willst, hallo? Ja. Wir sind sowas von saugut beraten worden von einem jungen Mann, ehrlich. Mhm. Und meine sind Tochter Sie mit sagt, Mutter und Tochter da rein und haben sich beide... Mhm. Ich war total, ich hab so eine Birne gehabt. Mhm. Und meine Tochter sagte, das ist hier ganz viel normaler. Und da kamen Familien rein, also richtig junge Ehepaare, die sich dann gegenseitig da... Wo ich dachte, Mensch, Maya, das hätte ich hier. Geht man verschämt da rein, fuscht verschämt wieder raus. Das ist da überhaupt nicht der Fall. Frau Jakob, wir werden heute noch über diverse Formen von Sexualleben, von Partnerschaft reden. Wir sind gespannt, was Sie auch davon halten, welche Fragen Sie dazu haben. Aber erstmal schon mal schön, dass Sie da sind, Frau Jakob. Kommen wir zu Ihnen, Herr Daunhauer. Sie gehen ja einen anderen Weg. Wir haben es ja schon angedeutet. Ne? Sie lieben mehrere Frauen und Sie haben irgendwann nach vielen Jahren gesagt, ich möchte zu dieser Form auch stehen, möchte das auch öffentlich machen. Ja. Fangen wir aber mal ein bisschen früher an. Sie sind ja aufgewachsen in einer freikirchlich geprägten Familie. Mit welcher Einstellung zu Sex und Partnerschaft sind Sie groß geworden? Also meine Eltern würde ich als relativ moderat einschätzen, wenn man nur das Kirchensystem anguckt. Aber es war natürlich sehr konservativ, fundamentalistisch. Es wurde gepredigt, Sex vor der Ehe ist Sünde, Selbstbefriedigung sei Sünde und Ähnliches. Und man beobachtet dann, dass Pärchen, weil sie zusammen in Urlaub gefahren sind, zur Hochzeit gedrängt wurden. Ich habe da zwei aus meinem Freundeskreis vor Augen. Die waren mit 18, 19 dann da reingepresst in die Ehe und nach 3, 4, 5 Jahren waren beide Ehen futsch. Ne? Mhm. Und das macht eine Menge mit einem. Also da ist ein gewisser Druck von außen gewesen, so ist richtig. Und ich muss auch zugeben, dass ich damals auch vieles wirklich übernommen habe, für richtig gehalten habe. Also es war auch erstmal mit Scham verbunden, hör ich so raus. Ja? Und mit strikten Regeln, ja? Strikte Regeln und man sprach bestenfalls mit seinem besten Freund darüber. Ne? Oder Bravo-Heftchen gab es damals und so Sachen. Sie haben ja damals auch als Pastor in der Freikirche gearbeitet. War das dann auch Ihre Regel? Waren auch Sie der Überzeugung, ja, Sex gibt es erst, wenn man heiratet und all das? Hatten Sie das auch in sich? Ich habe das für mich übernommen gehabt. Ja. Und ich habe versucht, nach diesen Idealen zu leben. Ja. Die waren einerseits vorgegeben, andererseits habe ich sie, wie soll ich sagen, abgecheckt und gesagt, ist meins. Mhm. Um dann festzustellen, ich habe 83 mit 26 zum ersten Mal geheiratet, um dann festzustellen, ich genüge meinen Idealen nicht, ich krieg's nicht hin. Aber wie war das denn, als Sie Ihre erste Frau dann kennengelernt haben? Haben Sie sich dann an die Regeln gehalten? Oder? So, jetzt ist mal bei dem Thema von vorhin. Wo fängt Sex an? Ja, ja. Hat man diese schöne, also wir haben nicht miteinander geschlafen, also hatten wir keinen Sex. Ja, und das ist aus heutiger Sicht völliger Nonsens. Mhm. Natürlich hatten wir Sex, wir haben Petting gemacht, wir hatten Orgasmen und man hat sich da selber belogen. Ja. Ja. Wann haben Sie denn dann für sich festgestellt, dass es vielleicht in Ihnen nicht so ist, sich auf eine Frau nur in der Liebe zu fokussieren, sondern dass Sie vielleicht für mehrere gleichzeitig auch offen sind? Wann haben Sie das festgestellt? Ja, die Formulierung offen sein gefällt mir besser als die erste ganz am Anfang der Sendung, wo Sie sagten, genügt mir nicht. Ja. Meine Frau genügt mir eigentlich. Mhm. Worauf es mir ankommt ist, ich möchte offen sein für Gefühle, die ich haben darf und nicht unterdrücken muss. Mhm. Und da hatte ich ein Schlüsselerlebnis mit ungefähr 25 Jahren. Ich war schon verlobt, lernte eine Studentin kennen, traf mich auch. Es war alles ganz harmlos. Ich habe noch nicht mal gesagt, dass ich mich verknallt habe. aber das brachte mich völlig aus meinem Konzept, weil uns ja beigebracht wurde, man kann nur einen Menschen lieben. Ja. Und jetzt habe ich mich gefragt, liebst du deine Verlobte nicht mehr? Doch, die liebst du. Sehr sogar. Aber jetzt bist du auch noch verknallt in eine andere. Wie kann das sein? Also so kurz vor der Ehe kann einen das auch schon mal ganz schön durcheinander bringen. Das ist doch logisch. Ja, ich lag heulend in der Badewanne und ich meinte, eine Entscheidung treffen zu müssen. Habe ich ja auch getan. In der Badewanne noch? Mehr oder weniger, ja. Und die ist wie ausgefallen? Also ich habe mich natürlich für meine Verlobte entschieden. Die kannte ich ja auch schon länger. Verliebtheit ist oft ein Strohfeuer. Also da war schon viel mehr gewachsen bei meiner Verlobten. Und ich habe auch
niemandem was davon erzählt. Ich wollte niemanden durcheinander bringen. Also Sie hatten da zwar was erlebt, das haben Sie aber für sich behalten und dachten, okay, das kastel ich jetzt mal schön ein, stell's da in die Vitrine, aber jetzt bin ich verheiratet. Und dann, als Sie verheiratet waren, wann hat sich's wieder entfaltet? Als ich merkte, dass es mit der Treue, wie sie so herkömmlich verstanden wird, nicht so hinhaut. Ich bin versuchbar. Ich habe ein T-Shirt, da steht drauf, ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung. Mhm. Ja, also ich habe gemerkt, ich kämpfe, ich will das anders machen und ich krieg's nicht hin. Also es waren furchtbare Gewissenskonflikte. Aber Sie haben es dann gelebt, das heißt, Sie hatten Geliebte sozusagen, haben, wie heißt das, italienisches Prinzip? Also ich kenne das als mexikanisches. Ja. Okay. Das machen nämlich auch alle. Nein, übrigens. So würde ich es nicht sagen, es gab mehr so punktuell, ja, sagen wir es mal flapsig, Ausrutscher. Ja. Und dann haben Sie sich diszipliniert, weil Sie es ja immer noch als wieder, falsch, ja, gesehen ich hab haben. Gelitten, ja, und ja. Ich wollte es anders. Ich habe gekämpft, im Grunde gegen meine Natur. Und Ihrer Frau haben Sie es aber dann nicht gesagt, wenn was passiert? Nein. Das heißt aber irgendwann, wenn sowas häufiger vorkommt, merkt man ja, ich kann eigentlich nicht mehr ganz aufrichtig sein zu meiner Partnerin. Ich habe sie belogen und betrogen, ja. Wann konnten Sie das nicht mehr? Es gab dann erst noch eine Phase, wo ich für mich innerlich die Entscheidung getroffen habe, bin ich meiner Frau treu oder bin ich mir treu? Mhm. Egal, wie rum man es macht, es ist beides irgendwie nicht toll und man wird nicht glücklich damit. Mhm. Und dann habe ich das ein paar Jahre ausgelebt, bis ich auch wieder heulend mit meiner Frau zusammen in der Badewanne lag. Die Badewanne ist ein Schlüsselort für Sie, Herr Dahlhauer. Genau. Ja. Und ich habe mich dann entschlossen gehabt, da habe ich dann schon Parallelbeziehungen gehabt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte so nicht weiterleben. Ich möchte jetzt offen sein, zumindest was die Zukunft angeht. Ich möchte jetzt nicht da die ganze Vergangenheit beichten, aber ich möchte die Ehe öffnen, ja. Und ist Ihre Frau gleich aus der Wanne? Anders definieren. Ist Ihre Frau gleich aus der Wanne raus? Oder wie ich erstaunlicherweise nicht. Okay. Mhm. Wie hat aber sie wie man so sagt, Kinnlade ging natürlich runter. Mhm. Und warum brauchst du das und warum und genüge ich dir nicht? Und ja, ich habe gesagt, ich liebe dich. Ja? Was auch stimmte. Ja. Mhm. Wir haben uns dann ein Jahr Zeit gegeben. Ich sagte, ich habe so das Gefühl, das ist mein Lebensstil, ich brauche das, ich möchte das, ich möchte offen sein. Und wenn sich Gefühle entwickeln, eben nicht was heimlich tun oder unterdrücken. Und Ihre Frau? Was? Und meine Frau hat gesagt, gut, geben wir uns ein Jahr Zeit, wir reden miteinander, wir lesen, wir sprechen mit Freunden, tauschen uns aus und so weiter. Wollte Ihre Frau denn vielleicht auch mal so überlegen, vielleicht, wenn ich mich an den Gedanken gewöhne, kann ich ja vielleicht ähnlich unterwegs sein? Sie hat mal was ausprobiert, in einem Urlaub, in dem sie alleine in Italien war. Okay. Und kam ziemlich unglücklich zurück und sagt, ich verstehe nicht, was du da... Darf ich fragen, wie viele Frauen Sie jetzt im Moment haben, sozusagen? Ich bin verheiratet und nenne zwei weitere Frauen meine Herzensmenschen. Okay. Ja, aber das... Sie haben Ihre erste Ehe und Sie haben ja gesagt, Sie haben sich geliebt, ist dann auseinandergegangen. Dann haben Sie wieder geheiratet. Haben Sie da dann von Anfang an gesagt, hier bin ich, so bin ich und nur so kann ich? Auch vorher schon alle Nebenbeziehungen. Ich habe jeder Frau gesagt, erstens, ich bin verheiratet. Zweitens, ich verlasse für dich meine Frau nicht, selbst wenn die Kaiserin von China käme. Ich habe mit offenen Karten gespielt. Die einzige, die ich wirklich dauerhaft belogen hatte, war meine Ehefrau. Ja. Und würden Sie sagen, heute, das bringt auch was Bereicherndes in die Beziehung, dass Sie mehrere Frauen parallel zueinander mit mehreren Beziehungen führen? Es hat auch was Bereicherndes. Es ist ja auch umgekehrt. Meine Frau hat ja auch Herzensmänner. Mhm. Mhm. Ja, und es ist schön, es bringt eine gewisse Abwechslung, es bringt neue Impulse. Mhm. Man hat sich dann wieder was zu erzählen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ein anderer Mann, wenn Sie da sind, zu Hause ist oder so. Und Sie sind im Nebenzimmer oder sowas. Also das ist schon... kann,
kann passieren oder könnte passieren, aber wir sprechen uns dann so ab, dass man guckt, was braucht derjenige, was ist mit dem anderen, ist es ihm recht, fühlt er sich gestört, wenn ich im Nebenzimmer sitze und so weiter. Kennen sich denn alle gut untereinander? Also all die Herzensfrauen und Männer, die da miteinander Verbindung haben? Also meine Herzensdamen kennen jetzt nicht die Herzensmänner meiner Frau, das ja. nicht. Aber untereinander ist man recht gut bekannt. Also wenn ich Geburtstag habe, sind natürlich alle eingeladen, ist ja klar. Und können Sie sich das vorstellen, mit mehreren Partnerinnen gleichzeitig in so einer Form? Das würde in meiner Situation jetzt und vor Jahren davor noch viel weniger überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Weil die Art, wie ich Sexualität gelebt habe und wogegen ich auch immer noch sicherlich immer an gewissen Tagen ankämpfe, das funktioniert so nicht. Weil was ich höre, ist, mit mehreren Personen zusammen eine Art Persönlichkeitsentwicklungsphase auch zu durchlaufen, die, finde ich, sehr beeindruckend klingt. Ne? Also man muss ja sein Ego auch gut zähmen können, um in so einem Konstrukt zu funktionieren. Ne? Es sind viele Absprachen nötig und Kompromisse auch. Ja. Und bei den Triggern, die ich hätte, bei solchen verschiedenen PartnerInnen, das würde nicht gut gehen. Man muss ja auch sagen, in unserer Gesellschaft ist die monogame Beziehung ja immer noch die Norm. War das immer so? Nee, es gibt viel mehr, also kulturgeschichtlich gibt es viel mehr Beispiele für Poly als für Mono. Das ist ja, hat mit Ehe zu tun, also Kirche und Ehe. Und da, andersrum gesagt, man könnte behaupten, dass das mit der Lust auf dem Sex, dass das nicht gut kompatibel ist mit unserem Hirn. Aber das Problem ist, dass wir lernen, dass wir wählen müssen, bei einer Person zu bleiben. Das ist dieser Skript jetzt im Kopf, den Sie sehr deutlich beschrieben haben, dass Sie sich schuldig gefühlt haben, wenn Sie so gewesen wären, wie Sie eigentlich sind. Sie haben ein Skript gehabt, der das gesagt hat, dass Sie was tun sollen, was wahrscheinlich das menschliche Hirn gar nicht so richtig will, noch nicht will. Weil als wir als Freier lebten, war es nicht von Vorteil, immer mit einer Person, sondern mit mehreren. Also was Sie hier... Anderer Kinder, also überlebensfähiger Abkommen. Was ja auch immer wieder kommt in Diskussionen, ist genau der Punkt. Also ich, Eifersucht kommt ja dann auch noch dazu. Haben Sie keine Eifersucht, wenn Sie wissen, Ihre Herzensdame Nummer 1? Ich kann das ziemlich genau datieren. Ja. Ich war mit 25 Jahren zum letzten Mal eifersüchtig. Mhm. Meine damalige Verlobte erzählte eine Episode, wo sie mit einem Italiener von der Pizzeria... Die Italiener ziehen sich heute durch, ist ja Wahnsinn. Also, sie hat da gefummelt, geknutscht, was weiß ich. Und ich merke, wie dieses Gefühl in mir hochsteigt. Und das Gehirn sagt, spinnst du gerade? Die erzählt dir was, was vor deiner Zeit war. Trotzdem diese Eifersucht. Und da ist mir, mit dem Thema musst du dich beschäftigen, das ist doch nicht logisch. Also, wenn Sie sagen, Sie haben Herzensdamen, würden Sie trotzdem sagen, Ihre Frau ist, ohne jetzt streng in Hierarchien zu denken, aber ist die Nummer eins? Ja, wir benutzen den Begriff, dass unsere Beziehung die Primärbeziehung ist. Das liegt auch daran, dass wir halt zusammen wohnen und dass wir ganz viel Zeit miteinander verbringen, eine lange Geschichte haben. Ja. Und wir sind uns treu. Das ist halt nicht der herkömmliche Treuebegriff. Mhm. Nach meinem Verständnis wird der Treuebegriff falsch benutzt. Treu sein heißt, ich stehe zu jemand. Das heißt aber nicht, dass ich ja nicht auch zu einem anderen stehen kann. Und wird heute in meinen Augen fälschlicherweise benutzt als sexuelle Ausschließlichkeit, als Monopol auf Geschlechtsorgane. Genau, Sie sind treu, weil Sie Ihre Vereinbarungen einhalten, die Sie haben. Ja. Und die sind und anders. Es funktioniert, also wie ich das lebe, die Polyamorie, das ist jetzt nicht unbedingt typisch. Da gibt es so viele verschiedene Modelle von Polyamorie und Beispiele, die ganz anders laufen, die den Begriff Primärbeziehung ablehnen würden zum Beispiel. Ja. Wie reagiert denn Ihr Umfeld auf das, was Sie leben? Das kann ich kurz zusammenfassen. Da war vor wenigen Wochen ein Artikel bundesweit zu lesen in Zeit Online über mich und über uns. Und diejenigen, die sich zurückmelden, die sind positiv, bewundern den Mut. Andere, unterstelle ich jetzt mal, trauen sich nicht zu schreiben oder was zu sagen, weil sie es unmöglich finden. Und ein kleiner Teil ist vielleicht auch dabei, der sagt, neidisch. Würde ich auch gerne, traue mich nicht. Und warum ist es Ihnen wichtig, nachdem Sie ja so lange, und das haben Sie ja jetzt auch beschrieben, in Ihrer Ehe auch gefangen waren, weil Sie sich nicht getraut haben, nach außen zu gehen und zu dem zu stehen, wie Sie empfinden. Warum ist es Ihnen jetzt wichtig, auch nach draußen zu gehen? Da geht es weniger um mich. Ich möchte Menschen Mut machen,
ihr Leben so zu gestalten, dass sie glücklich sind. Mhm. Und nicht das Leben der anderen zu leben. Ich habe dafür Jahrzehnte gebraucht, um dahin zu kommen. Es war ein, möchte ich mal so knallhart sagen, ein verdammt harter Weg auch. Mhm. Es hat mich eine Liebesbeziehung gekostet. Und mir ist wichtig, dass Menschen glücklich leben und das Leben aus Überzeugung. Also vieles ist erlaubt, egal was, was die Leute im Schlafzimmer machen, in meinen Augen alles erlaubt, solange es mit Absprache ist und nicht in den Bereich von Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch geht. Vielen Dank, Herr Daunauer. Und das geht nur, weil meine Frau auch eine ähnliche, nee, ich möchte sagen, die gleiche Einstellung hat. Das ist toll. Vielen Glückspilz. Vielen Dank, vielen Dank auf jeden Fall auch an Sie, auch für die Offenheit. Ja. Wenn wir gerade bei der Offenheit sind, Sie haben ja auch gesagt, manche finden es vielleicht gar nicht gut. Ist das auch okay? Sollen die Leute nicht dann vielleicht auch ihre Meinung haben und wer nicht darüber reden will? Mhm. Ist das nicht auch in Ordnung? Ja, das ist sogar sehr wichtig. Ja. Also das fragen Leute mich ja oft. Also da wollen sie doch bestimmt immer, Frau Henning, dass alle das so und so Sex haben und mehr darüber reden. So, nee, gar nicht. Also mit Klienten, wenn man eine Praxis hat, dann geht es um die Klienten und man hört sich an, was möchten sie? Aber da ist eine Häufung jetzt von Leuten, die kommen und sowas möchten, wie sie das machen. Und die kommen dann, um zu fragen, wie kann es gut gehen? Mhm. Und dann, mir war gerade wichtig, also wenn man das hört, Sie sagten oder wurden vorgestellt, ein Mann, mir genügt nicht eine Frau, da hat man ja oft das Argument, so ein böser Mann, aber es sind tatsächlich auch oft die Frauen, die sich langweilen bei dem Sex nach 3 Jahren oder sowas. Oft, weil der Sex auch langweilig ist, weil er männlich bedingt ist oft, also so ein schnelles Penetrieren und ein Orgasmus seinen. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass ihr Gehirn noch mehr auf Vielfältigkeit aus ist. Immer noch. Also die langweilt sich tatsächlich schneller als er. Mhm. Und deswegen gibt es sehr viele Frauen, die gerne so leben möchten. Und noch was, um das klarzustellen. Es geht nicht unbedingt um Sex. Nein, also, genau. Das, die eine richtig. Beziehung, die ich habe, die ist inzwischen asexuell. Die war mal sexuell. Ja. Und seit, müsste ich jetzt rechnen, ein paar Jahren findet kein Sex mehr statt. Und trotzdem ist es eine Liebesbeziehung. Ja. Ja. Das wollte ich Sie die ganze Zeit fragen. Das Amor steckt ja da mit drin. Mhm. Ja. Es gibt eben wirklich zwei Objekte jetzt, weil Sie haben auch gesagt, Sex und Liebe, vielleicht gehören die zusammen. Einige sagen ja und dann ist es alles schöner. Aber also technisch gesehen gibt es Liebe und Sex. Mhm. Und ich wollte Sie die ganze Zeit fragen, man kann, Polyamorie heißt ja mehr Lieberei, das verbinden alle mit Sex, aber man muss es heute einfach echt unterscheiden. Die neuen Beziehungsmodelle, da lieben Leute und haben keinen Sex oder die sexen nur rum oder. Es gibt eben alle Kombis. Mhm. Und das kann nur jeder selbst wissen. Das sind Phasen, die man auch mal durchleben möchte. Ja, zum Beispiel. Ne? Ist nicht immer gleich. Wenn wir bei allen Kombis sind und auch bei Formen der Sexualität und von Beziehungen, über die noch nicht so viel geredet wird, dann sind wir auch noch bei den beiden Gästen, die dort drüben sind. Herzlich willkommen nochmal bei uns im Nachtcafé, Lady Mira und Heiko. Gleich zu Beginn mal, Lady Mira ist ein Künstlername, kann man sagen, richtig. Oder? Ja. Heino ist aber Ihr richtiger Name. Ja? Ja. Ist es richtig, dass Sie sagen, dass Heino Ihr Sklave ist? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Was heißt das? Was macht er für Sie? Also Heino macht, glaube ich, alles für mich. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, ob es etwas gibt, was ich ansprechen könnte, was er nicht tun würde. Da ist mir nichts eingefallen. Also sexuell zum Beispiel haben wir gar keine Verbindung. Mhm. Also das heißt, ich habe mein eigenes Leben, ich bin neu verliebt und wir genießen das sehr. Und Heino bedient uns dann auch zusammen. Und das ist schon... Also Heino ist einfach ein richtig, richtig guter Freund für mich geworden. Und ich wusste eigentlich zu Anfang gar nicht, was es heißt, einen Sklaven zu haben. Erstmal ganz wichtig, machen Sie das freiwillig? Ja. Ja? Und was bedeutet Ihnen, Mira? Alles, was es auf der Welt gibt. Also besser kann es mir nicht gehen. Sie haben ja auch heute entschieden, in Frauenkleidung hier zu sein. Das gehört ja auch zu Ihnen. Wann tragen Sie Frauenkleider, wann eher nicht? Um Sie da schon mal ein bisschen näher kennenzulernen. Situationsbedingt, sagen wir so, oder wie es dann halt familiär dann passt, damit man das dann da ausleben kann. Mhm. Also wir haben ja auch Kinder bei uns zu Hause. Und Ihre Kinder? Meine Kinder, genau, meine Töchter. Die Große ist schon 10, die weiß, was Heino gefällt. Mhm. Ich teile auch sehr
die Meinung von eben. Also ich finde einfach auch, dass man in der Erziehung mit Kindern auch ruhig offen sein darf. Und auch, wenn ein Mann sich wohlfühlt, ein Kleid zu tragen oder sich wohlfühlt, heute mal so tolle Wimpern wie ich zu haben, ist das für mich etwas, was mich glücklich macht. Und das ist, ich denke, alles, was mich glücklich macht, macht auch meine Kinder glücklich. Sie bieten als Dienstleistung ja auch sogenannte Fetische an. Genau, ja. Erzählen Sie mal, was zum Beispiel? Ja, also ich habe grundlegend eine Wohnung, in der ich halt arbeite. Und in der Wohnung, in der wir leben, arbeite ich nicht. Mhm. Also das heißt, ich fahre zu meinen Terminen, die bei mir meistens über die Homepage gebucht werden. Das kann ein total breit gefächertes Feld sein. Mhm. Ich sage mal so, der häufigste Fetisch, den ich bediene, sind die Füße. Ich habe einfach total häufig gesagt bekommen, dass ich total schöne Füße hätte. Und ich weiß auch, dass ich die ganz bestimmt von meiner Mama habe. Und war lange Zeit auch mit einem Fußfetischisten selbst zusammen. Habe auch etliche Beziehungen geführt, in denen ich irgendwie gescheitert bin. Am Ende gab es immer Tränen. Es gab Aggressionen, Wut und... Ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen, das, was ich mag und was ich machen will, einfach zu meinem Beruf zu machen. Und ich genieße sehr gerne, das heißt, ich genieße Fußmassagen, ich genieße auch, wenn man mir Dinge vor den Hintern trägt, ich genieße es auch, dass man mir etwas abnimmt, aber nicht in Form dessen, dass da Liebe dahinter steckt. Und wer kommt dann zu Ihnen? Also jetzt nicht nach Hause, sondern in die Wohnung, in der Sie arbeiten? Das sind ganz unterschiedliche Klienten. Das ist aber meistens sind es frustrierte Ehemänner, das muss ich schon sagen. Mhm. Es sind häufig Ehemänner oder auch Singles natürlich, die einfach nicht so richtig wissen, wohin mit ihrer Sexualität, haben vielleicht auch im Kopf viele Dinge, die sie nicht so richtig ausleben können, sich nicht trauen und in der ersten Linie überhaupt gar keinen haben, mit dem sie darüber sprechen können. Frau Henning, wie würden Sie das beschreiben? Was ist ein Fetisch? Ja, die Frage kommt ja oft. Es gibt verschiedene Definitionen und dass es tote Objekte sind, wozu ich immer antworte, Füße sind aber sehr lebendig. Also die sollten mal neu geschrieben werden, die Definitionen. Ja. Ich denke, ein Fetisch ist, also ein sexueller Fetisch, aber jetzt haben Sie ja gesagt, für Sie ist es ja eh keiner. Genau. Ist etwas, eine Erregung zu einer ganz bestimmten Sache, die besonders gut funktioniert. Genau. Besser als alles mögliche andere. Genau. Also so eine Speed-Erregung zu einem bestimmten Körperteil oder Sache oder Idee. Also wenn Menschen zum Beispiel bei Frauen gerne Röcke sehen oder Strumpfhosen, ist das auch schon eine Art? Das ist nämlich die gute Frage. Eigentlich ja. Ja. Also wenn und da ist viele Männer sagen dann, oh, ich mag ihre Stöckelschuhe und ihren Rock, vielleicht ist es kein Fetisch, aber ich habe dann die Paare, wo er sagt, wenn sie das nicht anzieht, dann kann ich gar keinen mehr hochkriegen und dann ist es plötzlich ein Fetisch. Also es ist eigentlich ein Fetisch. Ja. Ja. Was sind auch außergewöhnliche Fetische, die Sie bedienen? Ich würde sagen, Thema Füße ist so der häufigste Bereich und auch ist ziemlich eigentlich gar nicht mehr so doll, wird gar nicht mehr so doll verachtet. Mhm. So ein Fetisch wie Heino zum Beispiel auslebt, das ist Damenwäsche. Mhm. Ob es jetzt mit Make-up sein muss oder nicht. Es gibt auch andere Männer, die einfach nur Dessous bei mir tragen wollen. Mhm. Und ich schaue sie dabei an, ohne dabei jegliche sexuelle Erregung zu erfahren. Mhm. Ich hab auch, wir haben recherchiert, es gibt auch sowas wie Crushing. Was ist das? Also Crushing ist eigentlich viel durch Geräusche auf jeden Fall zu formulieren. Also wenn man einen High Heel auf den Boden stampft, dann macht er ja eh schon immer ein Geräusch. Das ist dieses Stöckeln, sage ich immer, ist im Prinzip etwas, was Männer ja sowieso irgendwie so ein bisschen nervös macht. Viele gucken ja immer erst ins Gesicht, was natürlich ja auch richtig ist. Aber es gibt halt diese bestimmten Menschen, die dir einfach direkt auf die Füße gucken, wenn du durch die Stadt gehst. Mir fällt das natürlich durch meinen Job total extrem auch dann auf. Und ich denke, Thema Füße ist so mein Hauptthema. Also Thema Füße ist das Hauptthema. Ja. Es gibt auch noch sowas wie ein Windelfetisch. Was ist das dann? Genau. Also Männer kommen, ganz salopp gesagt, in Windeln zu mir, eingenässt beispielsweise. Und ich übernehme in diesen Sessions die Mutterrolle, ganz einfach gesagt.
Also, ja. Wie entsteht so ein Fetisch? Also man diskutiert es noch, aber ich habe sehr viele Beispiele davon, dass es einfach, also es sind ja meist Männer. Ja. Mhm. Und Männer haben diese leichte Erregung und diese leichte Bestimmung der Erregung. Mhm. Frauen merken oft nicht, dass sie erregt sind. Männer haben gleich das Barometer unten in der Hose. Und haben dann irgendein Erlebnis mit 3, mit 5, mit 7, irgendwann ist es plötzlich bewusst. Und wenn man das merkt, und das merken Jungs eben häufiger, dann beginnt man die Idee zu bekommen, das war irgendwie geil. Und da gibt es eben Leute, die machen weiter damit. Genau. Mhm. Also mein prägnantestes Beispiel, das war einer, der beim Friseur, 13 war er, mit dem schwarzen Umhang. Und dann hatte da diese tolle Friseurin ihm eine Massage gemacht und er spürte so eine der ersten bewussten Erektionen. Ja. Und er meinte, ich habe gleich in den Schaufenstern auf dem Weg nach Hause schon auf die schwarzen Mäntel und so reagiert. Und er hat es fortgesetzt. Jetzt hat er Lack- und Lederfetisch. Genau. 70 oder sowas. Mhm. Genau, also das stelle ich auch fest. Also ich würde schon fast auch behaupten, dass ich habe auch eine Schule besucht, Heilpraktiker für Psychotherapie. Mhm. Unter anderem auch um dieses Thema, das ich ja schon seit Jahren zu Hause lebe und auch in meinem Beruf auslebe, einfach für mich ein bisschen zu festigen im Kopf und einfach auch mehr dahinter zu blicken. Ich habe mir natürlich ganz häufig immer wieder die Frage gestellt, habe ich selbst einen Fetisch? Mhm. Ich bin mittlerweile zu dem Entschluss gekommen, dass ich glaube, dass diese Fetische, die ich bediene, für mich keinerlei Reiz. Also in Ihrer Beziehung, Sie haben gesagt, Sie sind frisch verliebt. Genau. Da leben Sie Wir haben nicht. Ganz normalen Sex, wir haben ein tolles Sexleben, wir sind total verliebt ineinander und ich habe bei vielen Männern gedacht, ich sei total verliebt und weiß das eigentlich jetzt erst so richtig. Frau Jakob, wenn Sie das alles hören, Lack, Leder und was es so alles gibt, sind Sie in diese Welt auch mal eingetaucht oder sagen Sie, nee, brauche ich alles nicht? Nein. Mein Ex-Mann hat mal einen Film, der war Produzent, über das Leben einer Domina gedreht. Da war ich dann so ein bisschen involviert, aber muss ich sagen, also mir persönlich jetzt, mir gibt es nichts. Herr Daunhauer, spielen Fetische für Sie irgendeine Rolle? Nein. Auch nicht? Sie beide? Auch nicht? Doch, ja. Doch, ja. Mhm. Ja. Also einen Fußfetisch würde ich auch unterschreiben. Ja. Also Kompliment erstmal dafür. Dankeschön. So anale Stimulation. Ja, das ist ja typisch, auf jeden Fall. Ist auch für Männer auch, ne? Ganz typisch, glaube genau, ich. Genau, ist ganz, ganz klassisch, ja. Und auch so eine exhibitionistische Ader. Ich weiß nicht, ob das auch schon unter Fetisch ist. Ja, doch, klar. So genau, die drei Dinge würde ich jetzt, ja. Wie haben Sie sich denn gefunden, Sie beiden? Ja, also ich bin tatsächlich, ich bin sehr, sehr schlecht behandelt worden in meiner vorherigen Beziehung. Und da war Thema Angst ein ganz großes Thema, Demütigung, Schlagen natürlich, massiv auch. Und natürlich habe ich der Familie zum Beispiel auch nie was davon erzählt, habe immer versucht, das zu unterdrücken und wollte mit meinem Kind grundlegend ein neues Leben beginnen. Hatte aber leider die finanziellen Mittel dazu nicht, weil der Papa meiner Tochter ja nun erkrankt war. Mehrere Klinikaufenthalte spielten auf jeden Fall eine Rolle. Und man hat dann irgendwie auch diese Verbindung ja zueinander auch verloren durch die Diagnose. Nichtsdestotrotz sind wir beste Freunde, das waren wir immer. Wir haben geheiratet, wir haben uns unser Versprechen gegeben und auch nie gebrochen. Und ich bin aber trotzdem, musste ich an schnelles Geld kommen, ganz klar gesagt. Also ich wollte schnelles Geld verdienen, um so schnell wie geht aus der Situation rauszukommen. Weil ich natürlich im Hinterkopf hatte, meine Tochter wird jetzt ein Schulkind. Ich möchte gerne, dass meine Tochter ein glückliches Schulkind ist. Und dann sind Sie zu den Fetischen gekommen genau. Und haben ihn darüber auch kennengelernt. Genau. Heino war mein erster Outdoor-Kunde, den ich am Baum gefesselt habe, weil Heino steht eben auch auf, darf ich ja wohl erzählen, ne? Gut. Also steht auf Latex, auf Lack und Leder, auf Fesseln, in Folie, an Bäumen, so stramm wie möglich. Und das waren Sachen, mit denen habe ich mich vorher selbst nie auseinandergesetzt. Ich bin zwar selbst mal gefesselt worden, natürlich ist das vorgekommen, aber ich selber habe keinen Menschen gefesselt, der sich dafür hinterher noch bedankt hat. So. Und ich fand das mega spannend einfach. Ich fand, das war einfach total mein Ding. Heino hat dazu auch noch so eine richtig herzliche Art. Ne? Der hat das so, der hat mich so abgeholt. Und in welcher Lebenssituation waren Sie, als Sie kennengelernt haben, Heino? Da war ich Single gerade. Ich hatte erst eine Freundin gehabt, seit der Schulzeit halt her. Über 8 Jahre lang. Die ging dann irgendwann mal an die Brüche. Und dann sind wir dann da gelandet.
Sie haben ja jetzt auch ein Tattoo, ne? Und ja. Was steht da jetzt nochmal genau drauf? Ich gehöre Lady Mira. Was heißt das denn? Haben Sie schon mal Nein zu ihr gesagt, wenn sie was wollte? Bis jetzt noch gar nicht. Arbeiten Sie denn noch parallel dazu? Ja. Oder haben Sie? Ja, das machen Sie. Ich bin berufstätig, ja. Was machen Sie so? Ich bin Berufskraftfahrer. Montag bis Freitag die ganze Woche unterwegs. Und das respektieren Sie auch? Sie sagen, ich habe für ihn dann Ersatz. Ah ja, okay. Aber ich habe für ihn Ersatz. Das hört sich immer böse an, aber ich habe für ihn Ersatz, der für uns auch einfach jemand ist, der für uns genauso dazugehört, wie Heino dazugehört oder wie der Vater meiner Kinder in unserer WG dazugehört. Und wir freuen uns auch immer riesig, wenn freitags Heino kommt. Also auch meine Mädchen, ne? Die Heino ist einfach, also Heino schaukelt mein Baby abends in Schlaf. Aber nennen Sie ihn denn auch vor den Kindern Sklave? Also die Mia weiß, dass er mein Sklave ist, das ist meine große Tochter, die ist einfach, die ist schon involviert, was dieses Thema heißt. Die wächst ja auch so ein bisschen damit auf. Aber wir zum Beispiel leben eine Femdom-Beziehung ja nicht zu Hause in unseren Privaträumen aus. Außer, dass Heino alles für mich macht und mir das Bad einlässt und auch schon mal mit mir gemeinsam am Herd steht oder ich ihn einkaufen schicken kann, wann ich eben was möchte oder mitten in der Nacht mal auch mal irgendwie einen Schokoriegel an der Tankstelle holen. So, ja. Heino sagt einfach nie nein, sondern aber freut sich. Sind Sie denn verliebt in sie? Anfangs war es so, jetzt ist es natürlich ganz normale Lebensbeziehung, sagen wir so, wie heißt es nicht. Haben Sie denn manchmal Momente des Zweifelns oder dass Sie ein schlechtes Gewissen haben, dass Sie denken, Sie nutzen ihn ja vielleicht auch aus? Überhaupt nicht. Ich weiß ganz genau, dass wir uns in einer Position oder an einem Zeitpunkt getroffen haben, wo wir einfach aufeinander mega angewiesen waren. Er hat mir geholfen, ich habe ihn zu Hause aus seinem Leben rausgeholt, in dem er auch sehr unglücklich war, das musst du auch dazu sagen. Er hat immer noch zu Hause bei seinen Eltern gelebt, sehr für sich, sehr zurückgezogen, keine sozialen Kontakte. Natürlich eine Beziehung gehabt, die wahrscheinlich auch eine Zeit gehalten hat. Aber irgendwann kommt man ja an den Punkt als Mensch, da stellt man sich die Frage, bin ich glücklich oder bin ich nicht glücklich? Und wir haben uns an dem Punkt getroffen, an dem wir beide unglücklich waren. Mhm. Und jetzt sitzen wir und können sagen, wir können nicht glücklicher sein. Und Sie haben keinen Sex miteinander? Nein. Haben Sie ja auch schon mal da. Nein. Sie tragen einen Keuschheitsgürtel, ist das richtig? Mhm. Wer hat den Schlüssel? Okay. Ja. Würden Sie denn sagen, dass Sie über Mira eine befriedigende Lust jetzt entwickelt haben? Oder was gibt Ihnen das denn in dieser Richtung? Das ist schwierig zu erklären, sagen wir so. Das Lustempfinden ist zwar mit da, aber mit Ausleben großartig muss es unbedingt nicht sein. Also in die Sexrichtung muss es definitiv nicht sein. Den verspüre ich auch gar nicht. Wenn er sein Leben nach Ihnen ausrichtet, empfinden Sie dann auch eine Verantwortung für ihn? Natürlich. Natürlich. Ich bin auf jeden Fall diejenige, die ihn irgendwann mal irgendwie auf seinen letzten Weg begleiten wird. Also wird nie wieder ein ohne Heino. Also wenn Ihr Partner sagt oder die Kinder sagt, wir wollen jetzt nicht mehr dieses... Dann würde ich, also meine Kinder natürlich, die würden niemals ohne Heino klarkommen. Meine kleinste Tochter, das muss ich dazu sagen, ist vor 2 Jahren sehr, sehr schwer krank geboren mit Gastroschisis, offenem Bauch, abgestorbenen Organen. Heino ist immer da. Und Heino schaukelt sie und sie schläft bei ihm schneller auf dem Arm ein als bei mir. Aber es liegt auch an seinem weichen Untergrund. Das findet die Melodie einfach total. Was wäre, wenn sie, ich meine, sie, das war jetzt ein Bekenntnis sozusagen. Ja, sie hat gesagt, sie wird sie niemals alleine lassen. Aber was wäre, wenn sie wegschicken würde? Mit ihrem Leben? Wenn es ihr Wunsch ist, dann muss ich halt gehen. Das ist dann, aber es wird definitiv nicht passieren. Also er hat mir jetzt vor ein paar Tagen erst wieder gesagt, also wenn du mich loswerden willst, dann muss aber auch schon einiges anstellen. weil hier kriegen mich keine 10 Pferde mehr raus. Ich komme gleich noch mal zurück zu Ihnen. Weil jetzt interessiert mich doch mal, Sie haben jetzt die ganze Zeit ja auch zugehört. Was sagen Sie, Frau Jakob, machen Sie mal den Anfang, was sagen Sie zu diesem Modell oder wie man es auch immer bezeichnet. Ich finde das Modell toll, weil ich meine, das ist ja wie eine Wohngemeinschaft und ihr habt euch ja gefunden und das ist ja okay. Absolut klasse. Und dass da ein Mensch sagt, du bist mein Sklave, du machst jetzt das, was ich will. Aber das ist ja auf beiderseitigem Verständnis. Ja. Ja? Sehen Sie das auch alle unproblematisch? Ja, es spielt ja keine Rolle, wie man es nennt. Also ich glaube, dass das Entscheidende ist, was du auch gesagt hast, ist man glücklich, ist man unglücklich und wie gehe ich jetzt weiter im Leben? Ne? Ich frage jetzt trotzdem nochmal auch Sie, Frau Henning, weil wir sagen ja in vielen Beziehungen immer wieder, es kommt ja auch auf Augenhöhe an.
Ja, und wir legen so viel Wert darauf, dass keine Abhängigkeitsverhältnisse entstehen, dass wir miteinander umgehen, dass die Menschenwürde da ist und so weiter. Würden Sie auch sagen, das ist eine Art zusammenzuleben, mit der Sie kein Problem haben? Augenhöhe ist wichtig und hier ist eine. Ja, auf jeden Fall. Also genau. Wir sind auf einer ganz authentischen Art zusammen unterwegs. Wir surfen auf einer Welle, anstatt dass er hinterher surft, sondern wir sind wirklich... Wir können über alles reden. Es gibt kein Thema, was ich mit ihm nicht besprechen kann. Er liegt auch im Wohnzimmer und ich bin im Schlafzimmer und habe Sex mit meinem Partner. Und er fragt dann morgens nach, habt ihr wenig geschlafen? Also es ist halt... Oder ob wir Spaß hatten. Komm schon wieder rüber. Einfach nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben. Das ist einfach so. Jetzt haben Sie diesen Keuschheitsgürtel, Sie haben es ja schon gesagt. Gibt es denn auch sowas noch wie zärtliche Berührungen, die Sie irgendwann im Leben bekommen? Oder würden Sie sagen, Sie brauchen das gar nicht? Wie sieht das aus, Heino? Sie brauchen eigentlich eher gar nicht. Also, ich bin glücklich so, wie es jetzt ist. Auch zufrieden mit allem, wir ergänzen uns alle gut. Und das macht eigentlich richtig Spaß. Also Weihnachten habe ich ihm meinen Gutschein fürs Bordell schenken wollen. Ich wollte das Geld ja nicht einfach so zum Fenster herauswerfen und ich konnte ihm das Angebot auch nicht machen, weil ich würde das erstmal gar nicht machen, weil wir sind einfach dafür auch zu dicke Freunde einfach auch, glaube ich, und wir gefallen uns auch gegenseitig nicht. Also ich ihm nicht mehr und er mir auch nicht und wir sind einfach Freunde und das ist einfach auch Das ist das Entscheidende, was ich vielleicht auch gar nicht so zusammenkriege, weil Sie sagen, er ist Ihr Sklave, damit ist es vielleicht ein Rollenspiel oder was, weil Sie wirken hier, wie Sie gesagt haben, wie auf Augenhöhe. Genau. Sie gehen ja jetzt auch nicht in irgendeiner Form autoritär miteinander um, Sie sagen, Sie sind Freunde, also Sie sind schon eigentlich ohne gegenseitige Zum Beispiel, wir drehen auch Videos, die wir auf Plattformen auch verkaufen und da kommt dann zum Beispiel auch mal jemand, der sagt, er möchte ein Ballbusting-Video. Das wäre ein klassisches in die Hoden treten. Es gibt leider ganz, ganz wenige Komparsen, die da mitmachen möchten. Und deswegen muss Heino da immer ran. Und das ist gar nicht Heinos Fetisch. Aber es gibt Dinge, wo da sind wir dann doch wieder bei diesem Femdom-Ding. Wenn ich zu ihm sage, wir drehen am Donnerstag und wir machen Boybusting, dann weiß er schon, es gibt auf jeden Fall Rührei. Und ein paar Tage schlecht sitzen. Also es hat halt, genau... Es ist dann schon auch mit Schmerzen verbunden. Also wir haben gerade gesagt, es wird auch in diesem Beispiel, in dem, was Sie leben, Menschen geben, die sagen, damit kann ich gar nichts anfangen. Ganz viele sogar. Und das kennen Sie ja sicherlich ganz auch. Gleichzeitig muss man sagen, wir haben Sie auch nur eingeladen, weil wir vorher schon den Eindruck hatten, das passiert alles im gegenseitigen Einvernehmen. Weil ansonsten, wenn es da eine Abhängigkeit gäbe, gäbe es auch ein Problem. Aber insofern... ich bin gespannt, wie es mit Ihnen weitergeht. Ich glaube, wir alle. Und erstmal vielen Dank für die Offenheit, die Sie uns hier entgegenbringen. Frau Henning, Sie wollten gleich was loslassen. Ja, ich wollte sagen, ein wichtiges Wort hier sind auch Bedürfnisse, weil Sie erfüllen gegenseitig Ihre Bedürfnisse. Und das machen ist einfach schön. Ja. Und das machen ja viele in der Ehe nicht. Zum Beispiel. Also das ist nicht die Form und der Name, der entscheidend ist, sondern ich gucke rüber und sehe liebevolle Berührung übrigens auf dem Bäuchlein. mit den Kindern und so weiter. Ja. Sicher, sie leben ja absolut nicht ohne Sklave, ohne Berührung und liebevolle Berührung. Und die Bedürfnisse sind erfüllt. Ich glaube, dass er auch einfach gar nicht gedacht hat, dass er irgendwann mal so in so einer, das ist ja schon fast eine Vaterrolle. Also meine Kinder haben eigentlich nicht einen Vater, sondern ganz viele. Und meine Kinder finden das aber total toll. Wir singen zusammen an Geburtstagen, wir planen Feste zusammen, wir machen manchmal ein bisschen viel, aber wir machen das einfach gerne und wir agieren einfach als Team unglaublich gut zusammen. Wo, Frau Henning, würden Sie denn sagen, sind Grenzen? Also wenn wir jetzt über sexuelle Fantasien reden und über Praktiken, wo würden Sie sagen, das können wir nicht mehr tolerieren? Also bei Fantasien können die Leute eigentlich machen, was sie wollen, solange sie im Kopf bleiben. Und bei Praktiken? Aber beim Tun, da gibt es ja eindeutig die Grenze, also lieber andersrum gesagt, wenn beide müssen zustimmen können. Und wenn eine 13-Jährige kann vielleicht auch zustimmen, aber das gilt dann nicht. Also Volljährige, die zustimmen. Und bei ihren Sinnen ist auch wichtig, weil man kann auch so betrunken sein, dass man nicht zustimmt.
zustimmen kann, aber alt genug. Ja. Also es geht darum, dass zwei Leute Ja sagen, niemanden dabei wehtun und bei ihren Sinnen. Und auch nicht abhängig sind. Ja, genau, weil dann sind sie auch nicht bei sich, sondern übertönt davon, dass sie abhängig sind oder eingefärbt von ich verehre dich. Aus einer Not heraus agieren, vielleicht aus einer sozialen Not. Die müssen bei sich sein. Mhm. Genau. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu einer Situation, vielen Dank nochmal an Sie beide, die sehr, sehr viele Menschen in Partnerschaften erleben. Denn viele fragen sich, was passiert mit der Sexualität, was passiert mit der Partnerschaft, wenn wir sehr darauf fokussiert sind, wir möchten ein Kind. Oder was passiert in der Schwangerschaft und was passiert dann auch nach der Geburt. Frau Holunder, fangen wir aber früher an. Wann haben Sie René Adler, mit dem Sie heute verheiratet sind, den viele auch noch als Nationaltorhüter, also Fußball-Nationaltorhüter kennen. Wann haben Sie sich kennengelernt und wie vor allen Dingen? Ach, wir haben uns recht früh, ich glaube, ich war 20, ganz klassisch im Club kennengelernt. Mhm. Er war damals noch sehr, sehr, sehr blond gefärbt. Er war noch nicht so mein Typ. aber irgendwie haben wir uns angefreundet. Also wir wurden so Partykumpels und er hat mir dann immer aus seinem Liebesleben alles erzählt und ich ihm aus meinem, was auch nicht die beste Voraussetzung ist für eine spätere Beziehung. Aber wer wusste schon, dass man da mal hinkommt? Ich habe immer gedacht, der ist schon ganz süß, aber irgendwie war ich vergeben, wenn er Single war und umgekehrt. Also wir waren, glaube ich, 7 Jahre erstmal befreundet. Oh. Mhm. Bis ich dann mal irgendwann Liebeskummer hatte und er mich mit einem Kuss getröstet hat. Und dann ging es weiter. Und dann springt ja was über. Wie wichtig war das auch? Wir haben ja auch schon drüber geredet, dass das gleich auch greift, dass sie sexuell harmonieren, dass da eine Resonanz ist? Also ich denke, dass es immer wichtig ist. Oder zumindest für auch eine Frau, die eine Beziehung sucht. Ich war jetzt nicht aktiv auf der Suche, aber ich habe gemerkt, mir gefällt der. Es prickelt und ich finde den auch absolut heiß und kann gar nicht mehr aufhören, an den zu denken. Und ich kam dann halt irgendwann an den Punkt, das ist vielleicht klassisch Frau, aber vielleicht auch gar nicht, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt den einen Weg gehen oder den anderen. Also entweder gehen wir jetzt hier all in oder wir gehen getrennte Wege, weil ich habe dann, er war halt auch ein junger, erfolgreicher, gut aussehender Fußballer und da hat die ein oder andere Frau an der Tür geklopft und ich habe dann gemerkt, okay, ich kann das jetzt irgendwie nicht mehr, wenn ich nicht wirklich hier eine exklusive Geschichte eingehe. Ja, und Sie haben ja dann auch zusammengefunden. Und irgendwann war dann auch klar, Sie sind zusammen, Sie lieben einander, Sie möchten auch Kinder zusammen. Und was ja auch immer wieder vorkommt, sehr häufig vorkommt, es hat nicht gleich geklappt. Was hat das dann gemacht mit Ihrer Beziehung, auch mit Ihrer Sexualität? Als wir uns dann entschlossen haben, dieses Kinderthema anzugehen, ich weiß nicht, wie das geschieht, aber auf einmal entsteht ein Druck, obwohl ich nie Typ Frau war, die gesagt hat, Kinder, 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 Kinder. Also die gibt es ja auch, die schon mit 16 sagen, oh, ich bin ein Baby. Da hast du mir nur gedacht, ach du Arme. Wie alt warst du, als du da schwanger oder dieses kam? Als der Kinderwunsch, Anfang 30. Ah. Also relativ spät eigentlich. Wir waren auch die Letzten im Freundes- und Familienkreis, die kein Kind hatten. Und ich glaube, es ist aber auch so ein Ding, man kann heutzutage alles haben und alles bestellen. Und das ist nichts, was wir beeinflussen können. Wir können nicht darüber einfach verfügen, wie wir gerade möchten. Und wenn es dann erstmal ein Thema ist, ist es ein Thema. Das kriegt man dann auch aus dem Kopf erstmal. Nee, und ich lebe ja auch mit mir. Ich bin eine Frau, ich höre dann in mich rein oder fühle in mich hinein. War das jetzt ist das gerade Eisprung? Ja, zieht das da? Weil ich habe das nie mitbekommen, wann ich einen Eisprung hatte oder nicht. Und man hört immer von diesen Geschichten, dass es nicht klappt. Aber wie es bei allen Themen ist, wenn jemand krank wird oder wenn jemand verlassen wird, das passiert alles immer anderen. Man denkt natürlich in erster Linie immer, bei mir wird das schon alles super laufen. Aber wenn das dann so ein Thema ist, ne, konnten Sie denn dann noch locker, genussvoll, entspannt Sex haben? Selten. Also es begann erstmal total aufregend und ich sage immer, das hat so einen frischen Wind auch in die Beziehung reingebracht, weil man auf einmal so ein Projekt zusammen hat und sich auf so eine Abenteuerreise begibt und man gackert dann so richtig aufgeregt, wenn man sagt, also jetzt passen wir nicht auf oder René hat mich dann auch mal, weil er das von irgendwem gehört hat, in die Kerze katapultiert und hat gesagt, hier Schwerkraft, du musst mal mithelfen. Ja, aber wir haben uns kaputt gelacht. Dann stellst du dir danach vor, dass du gerade dein erstes Kind gezeugt hast.
überzeugt hast. Und wie wird es denn heißen? Und Junge oder Mädchen? Und meine Augen oder deine Augen? Also ich glaube, diese Traumschlösser auch in, für eine Beziehung, für ein Paar, sind ja auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass man zusammen rumspinnt und sich die verrücktesten Sachen vorstellen. Total schöne Phase. Genau, ist das war noch die schöne Phase. Und dann merkst du aber nach einer Weile, das war ja nicht von Anfang an so, aber dass es nicht klappt. Und wir waren da nicht so extrem, aber wir sind irgendwann auch total verkrampft. Und was das Schlimme war, es hat unsere Beziehung wirklich belastet, weil wir ab einem gewissen Zeitpunkt waren wir einfach chronisch traurig. Ja. Und das ist ja auch total irrational, weil du vermisst jemanden, der ja noch gar nicht existiert. Und wir waren dann mit meiner Schwester im Urlaub in Südfrankreich, ausnahmsweise nicht Italien. Und da sind dann die kleinen Neffen rumgesprungen. Ja. Und auch René hat es irgendwann mal wirklich dahin gerafft. Und er ist in Tränen ausgebrochen, nachdem mein Neffe zu ihm am Pool so ganz süß gesagt hat, aus dem Nichts: Onkel René, du bist ein Superheld. Und dann ist er gegangen und René war fix und fertig und hat gesagt, ich will nicht mehr mit Kindern von anderen in den Urlaub fahren. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich möchte Papa sein. Also bei ihm war der Wunsch auch ganz extrem. Und dann sind wir beide sehr dünnhäutig geworden und haben uns wegen allem und nichts gestritten. Und dann versuch mal Sex zu haben. Ja. Schwierig. Ja, also andere können das vielleicht, wir konnten das nicht. Wie war das dann, als sie dann plötzlich doch herausgefunden haben, ich bin schwanger. Erzählen Sie mal. Also ich muss dazu sagen, dass ich dann noch einmal bei einem Arzt war in Frankfurt und der ist Internist und macht spirituelle Psychologie. Und der hat mich vollkommen auseinandergenommen, war sowas von. Der hat mit mir über alles direkt geredet. Wie fühlt sich der Hals an, wenn Sie einen Rollkragen tragen? Und was haben Sie, einen Hund? Ah, Autoritätsthema. Was kommt nach dem Tod? Also ich wurde komplett einmal 180 Grad gedreht. Und dann hat er mir noch ein paar Sachen verschrieben. 16 Tage später war ich schwanger. Echt? Also ist verrückt, nach 2,5 Jahren. Und ja, der Moment, man stellt den sich ja immer irgendwie dann ganz blumig und voll Emotionen vor. Ich saß erstmal ganz, ganz lange auf Toilette und habe halt immer wieder dieses Stäbchen angeguckt und mit meiner Schwester telefoniert, mit der Arzthelferin von meiner Frauenärztin telefoniert. Zwischendurch hat René gefragt, was machst du so lange auf dem Klo? Und dann habe ich gesagt, ah, was denn schon? Weil ich musste erstmal mich sortieren, aber es war alles andere als dieser Instagram-Moment, sage ich immer. Ich war bekleckert vom Porridge, vom Frühstück noch. Ich fing an zu schwitzen, ich wusste nicht, wie ich es ihm sagen sollte. Und als ich es ihm dann gesagt habe, waren wir beide so, ja, schön. Ja, genau. Haben uns so ein ganz verklemmtes, steifes Küsschen gegeben. So nach dem Motto, das muss man ja jetzt machen, irgendwie mal kurz in Kontakt treten. Und dann war das so, okay, ich gehe dann jetzt wieder runter. Also du weißt ja gar nicht, was du dann erstmal machen sollst. Ja. Also ich weiß das auch noch ganz genau. Ich will auch nicht sagen, dass es ein Instagram-Moment war, aber es war schon speziell, den man nie vergisst. Sie wissen ja auch noch jedes Detail eigentlich. Und Porridge ist ja auch nicht so schlecht. Also, das muss ja nicht immer. Und vorher habe ich ihm noch die Biografie von Dirk Nowitzki geschenkt und er hat sich so sehr darüber gefreut. Ja. Und dann habe ich ihm den Schwangerschaftstest hingelegt und das war dann so, hä? Oh, okay. Oh ja, schön. Und ich hatte das Gefühl so, okay, Dirk Nowitzki kam gerade besser an, aber dann gut. Wie ist es denn dann weitergegangen? Ist denn dann die Lockerheit, das alles dann während der Schwangerschaft, weil jetzt war diese Nachricht ja da. Der Grund für diese Anspannung fiel ja dann erstmal weg. War es dann auch entspannter, wieder Sex zu haben? Also erstmal war alles wieder entspannter, aber ich finde trotzdem, so eine Zeit hinterlässt halt auch Spuren. Und wir mussten uns auch irgendwie erstmal erholen. Und es war das erste Mal nach 2,5 Jahren, dass ich das Gefühl hatte, ich komme mal wieder an die Oberfläche und darf mal wieder atmen. Und 4 Tage nach meinem Schwangerschaftstest hat meine Schwägerin, die Frau von Renés Bruder, und die sind jünger als wir, gesagt, Lilly, ich bin auch schwanger. Und dann begann erstmal mein persönlicher Horror. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht für sie gefreut habe, aber ich hatte enorme Angst, das Baby zu verlieren. Weil dann hätte ich auch noch im nächsten Kontakt dann mit ansehen müssen, dass wieder jemand ein Kind kriegt. Und das hat erstmal alles wieder vollkommen verkrampft, bis ich dann irgendwann mal die Kurve bekommen habe. Und dann war erstmal eine tolle Schwangerschaft mit einem tollen Sexleben. Bis zu einem gewissen Punkt. Also René fand mich auch super attraktiv. Ich fand mich selber super attraktiv. Aber ich war auch so eine Klischee-Schwangere. Ich hatte tolle Brüste, ich hatte den Glow. Also lief alles top. Und dann kam aber der Moment, da ging es nicht mehr. Da ging es einfach nicht mehr. Und nach der Geburt?
also da müssen wir gar nicht von Sex reden. Da hat der Arzt zu mir gesagt, 6 Wochen kein Sex. Und ich habe erstmal losgelacht, weil ich habe gedacht, ey, ich habe hier einen Dammriss 3. Grades. Ich habe gerade einen Blasenkatheter in mir stecken. Ich habe 1 Woche kein Wasser lassen können und hatte auch noch weitere Wochen Probleme damit. Übrigens, was auch so ein Thema ist, dass Männer ein ganz großes Problem damit haben, dass wir Frauen über diese Sachen sprechen. Ein Gips oder ein Arm im Gips ist einfacher, ne, zu benennen, aber eine Geburt ist einfach nicht mal eben so gemacht, muss man dazu sagen. Wir haben ja auch schon angedeutet, dass René dann auch irgendwann dachte, jetzt Dammriss und so. Ja, der war ganz, ganz, ganz tapfer. Mhm. Und hat das ja auch alles mitbekommen. Mir wurde ständig ein neuer Blasenkatheter gelegt neben dem und der hat meine Hand gehalten. Aber irgendwann kam der natürlich auch an seine Grenzen. Wir waren beide vollkommen übermüdet und an Sex war nicht zu denken, weil ich war einfach eine absolute Baustelle für alle Männer da draußen. Ich bin wieder hervorragend geheilt, das muss man auch immer dazu sagen. Und für alle Frauen. Und für alle Frauen noch viel wichtiger, noch viel wichtiger. Ja, aber die Männer, die wollen das nicht hören, weil dann platzt diese Seifenblase und kaputt da. Und nee, davon wollen wir gar nichts hören. Aber an Sex, ja, ich hatte relativ schnell wieder Lust, aber es ging nicht. Glücklicherweise, ich habe mich halt auch relativ schnell auch wieder nach meinem alten Leben gesehnt. Ich wollte auch wieder Mann, Frau sein. Aber das ist ja die Frage, ob es das alte Leben überhaupt wieder gibt. Also Paare müssen sich ja vielleicht auch auf einer neuen Ebene finden, weil sie sind Vater, Mutter, sind Eltern und trotzdem sehen sie sich wieder als Paar. Ein neues Leben, ja. Aber deine Identität, die meinst du. Du hast auch eine Identität, nicht nur als Mutter, sondern wir springen rüber und sagen als Frau. Und die kannst du sehr wohl genauso wiederbekommen. Mhm. Also es ist nur, du hast eine dazu bekommen als Mutter. Und ich muss sagen, dass dieses Identitätsthema bei mir immer auch schon vor Schwangerschaft ganz groß war. Ich habe exakt genau über dieses Thema mein Buch geschrieben, weil ich totale Angst davor hatte, aufs Abstellgleis zu geraten in allen möglichen Bereichen, ob es Beruf ist, ob es Freundschaften ist, ob es das Leben mit mir und meiner Beziehung zu mir selber ist. Also, weil ich kenne diese Frauen, wo sich auf einmal alles nur noch um das kleine Würmchen dreht. Und ich liebe meinen Sohn über alles, ich muss es gar nicht dazu sagen, aber ich liebe mich auch über alles. Ja, sehr wichtig. Und wie sieht es aus heute? Wir reden ja heute auch viel über Sex, Lust und Frust. Wo stehen Sie da heute als Paar? Also was mir sehr geholfen hat, muss ich auch dazu sagen, ist der Rat von meiner Physiotherapeutin, sich erstmal wieder mit sich alleine zu vergnügen. Da ist im Alltag mit Baby und wenn man müde ist und Job und so weiter oft keine Zeit, aber die muss man sich, glaube ich, wirklich nehmen. Und das, da muss man auch über seinen Schatten springen. Also ich habe mich dann auch, ich hatte totale Angst, was finde ich da unten vor, wenn ich mich da mal anfasse, um dann festzustellen, ist eigentlich so wie früher. Ja. Ne? Aber es hat ewig gedauert, aber so habe ich mich mir selber einfach mal wieder genähert und unser Sex ist deutlich weniger geworden, weil wir einfach beide 6-7 Tage die Woche arbeiten plus ein kleines Kind haben. Das hat zeitliche Gründe, aber ich glaube, was wichtig, also es funktioniert wieder. Und was wichtig ist, wir reden drüber und wir nehmen uns auch was vor. Wir fangen wieder an, jetzt Traumschlösser zu bauen und zu sagen, wir brauchen jetzt ganz dringend Urlaub und zu unserem 10-Jährigen wird das Kind zur Schwiegermutter abgeschoben und dann fahren wir nach Paris und gehen schön aus und versuchen jetzt auch mal im Alltag halt wirklich Zeit für uns als Paar einzubauen. Traumschlösser klingt gut. Ja, das klingt auch gut. Wieder nach Aufbruch. Also alles Gute Ihnen und auch der jungen Familie. Sex kann ja jenseits von Frust auch zum Problem werden, wenn es zu einer Sucht wird, wenn das ganze Leben quasi darauf fixiert ist. Fangen wir aber bei Ihnen auch mal ein bisschen früher an, Herr Freise. Wann ging das los bei Ihnen mit der Entdeckung von Sexualität? Ungefähr mit 11. Mit 11. Genau. Also da das erste Pornoheft, der erste Softporno im Fernsehen, die liefen ja dann immer ab einer bestimmten Uhrzeit, da ging es so langsam los. Also das war auch der Einstieg. Also Entdeckungssexualität ist gleich Porno gewesen. Ist relativ schnell genau damit verknüpft worden. Ist das denn so ideal? Also ich würde sagen, nee, das ist ja nun gerade nicht für Kinder gedacht. Das ist eines der größten Probleme, dass heute die Jungs so mit 10... 11, 13, ohne das zu wollen, so in Kontakt mit sowas kommen. Und dann machen die 4 bis 6 Jahre genau das. Also bis sie dann mit 16, 17, 18 ihr erstes Mal haben. Und haben es macht erstmal Sinn, dass es verboten ist für Kinder. Wie bitte? Das macht ja Sinn, dass es verboten ist für Kinder, wenn man sich gerade rantastet. Aber sie sehen es. Und das zeigen ja alle Studien. Und da bilden sich die ersten sexuellen Skripte. Also die Choreografien legen sich an und so weiter. Und wir haben es viel, viel häufiger heute in der Praxis, junge Männer mit Erektionsproblemen oder zu früh kommen Problemen und so, weil sie 4 bis 6 Jahre vom Bildschirm gesessen haben.
Haben Sie denn dann auch sexuelle Erfahrungen gesammelt dann auch in der Zeit? Langsam, später? Also mein erstes Mal hatte ich mit 14, also auch relativ früh, würde ich behaupten. Ja. Und davor auch schon die ersten Petting-Erfahrungen, glaube ich, auch relativ früh, auch mit 12, 13. Muss aber auch direkt dazu sagen, dass mir mit 12 Jahren was passiert ist, was Traumatisches, was mich in diese Welt halt einfach auch weiterhin reingezogen hat. Also ich habe da irgendwie so meinen Seelenheil drin gefunden. Was war das? Ich habe meinen Vater verloren. Der ist relativ plötzlich an Krebs erkrankt. Ein sehr ungemütlicher Leidensweg, also Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das Entscheidende an der Situation ist, mein Opa hatte auch die Diagnose zur selben Zeit. Mein Vater noch nicht, hat sich um seinen Vater also gekümmert, hat dann selber die Diagnose bekommen, ist noch vor seinem eigenen Vater, also meinem Opa, gestorben. Mhm. Mein Opa saß dann halt auch schon gezeichnet von der Krankheit auf der Beerdigung und ist dann kurz danach auch verstorben. Ich habe das alles so aus der 12-jährigen Perspektive gesehen. Und vor allen Dingen aber auch die Phase, was in diesem halben Jahr Leidensweg passiert ist. Mhm. Operation, Hoffnung, doch wieder Metastasen, Organe weg, Bauchspeicheldrüse heißt ja natürlich auch Blutzuckerkrankheit, Krankenwagen oft im sozusagen zu Hause gewesen. Ich habe Dinge, glaube ich, erfahren, die haben mich geprägt. Und genau in der Phase kamen mir gewisse Dinge genau recht, um Schmerzen nicht zu fühlen. Dann sind Sie in diese Pornowelt hinein, die war weit weg? Unter anderem. Ja, unter anderem, genau. Also es war eine, würde ich sagen, Strategie, eine Fluchtwelt, die mir gut gefallen hat. Da waren aber auch noch andere Sachen. Also ich habe angefangen, Musik zu machen zum Beispiel. Das war dann eher positiver. Mhm. Ich habe aber auch Alkohol und Cannabiskonsum, das war in der Jugend auch wirklich ein Thema. Also es waren so, aber schon Dinge, die mich wirklich ganz bewusst und aktiv, also unbewusst, muss man ja sagen, abgelenkt haben. Sie haben dann auch in den Niederlanden gelebt. Wann fing das denn alles an, dass es auch zum Problem, richtig zum Problem für Sie geworden ist? Naja, also diese Fluchtwelt-Pornografie, die ist so immer so ganz leise mitgelaufen. Also das wurde sozusagen zu einer Art Daily Habit, zu so einer Gewohnheit, dass ich mir abends vom Schlafengehen ein Porno angeguckt habe, um halt auch gut einschlafen zu können. Mhm. Ja? Das war aber dann nie so exzessiv, weil ich hatte zum Beispiel in meiner Schulzeit auch viel Cannabis als meine Lösung so entdeckt. Und das hat sich aber auch so ein bisschen befruchtet, also Pornos gucken, stoned, yay. Mhm. Bin dann aber witzigerweise, als ich in die Niederlande gegangen bin, um Musik zu studieren, da wo es dann gratis Cannabis gibt, habe ich gesagt, okay, ich habe ja die Chance, gerade mein Instrument zu studieren. Hat sich für mich ein Traum erfüllt und habe gesagt, cut. Die Substanz weg, habe aber die Pornografie mitgenommen und die habe ich halt weiterhin immer schön abends konsumiert. Und das Schleichende ist irgendwann dann zu einem Peak angestiegen. Pornografie ist ja jetzt noch präsenter als früher, dadurch, dass es im Internet für so viele Menschen verfügbar ist. Wie ist das für Sie? Ich meine, wenn wir über Sex reden, können wir auch darüber reden? Ist das anregend für Sie oder eher abregend? Nein. Ich hatte ein Kabarettprogramm über Sex, die Mysterien der Liebe. Und ich habe mir zu diesem Zweck, also vielmehr eigentlich nicht, ja doch auch, hatte mein Ex-Mann mal, wir haben überhalb eines Pornoladens gewohnt in München, also nee, nicht Pornoladen, der hat so Sexdinger gehabt. Und er kam irgendwann mal aus Spaß mit so einem Happy-Video an. Ehrlich? Ich habe darüber echt eine Nummer gebracht, weil ich hatte dann nach 2 Wochen gar keinen Sex mehr. Weil was Abtörnderes habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und ich fand es einfach, ja, muss ich recht, es ist doch eigentlich, wenn man sieht, eine ziemlich dumme Bewegung die ganze Zeit. Also ich meine, kommt drauf an, welchen man anguckt, aber Mainstream-Porn, ja. Ja, nun gut, aber ich meine, es war nicht, ich sage mal, es hatte ja gar keine Handlung in dem Sinn. Und das war... Dramaturgie. Ja, die Dramaturgie fehlte mir irgendwo. Oder ich habe gesagt, naja, muss ich das bei anderen Menschen, muss ich da zugucken? Also mir persönlich gibt es nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihnen hat es in dieser Phase irgendwas gegeben? Mhm. Sie sind ja richtig reingegangen in diese Sucht. Wann haben Sie denn gemerkt, dass es sich zu sowas entwickelt, dass Sie vielleicht auch merken, oh, mein Alltag verändert sich. Ich kriege vielleicht auch bestimmte Dinge jetzt gar nicht mehr geregelt. Also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch immer noch ein gesundes Sexleben geführt, aber immer mit wechselnden GeschlechtspartnerInnen. Und das hat sich so parallel entwickelt und hat sich aber auch immer befruchtet. Ich dachte, das ist ja cool. Ich gucke Pornos und lerne Frauen kennen und das ist doch alles ganz normal. Ich sehe das, ich lebe das auch so ein bisschen und es ist nicht so, dass ich nur vom Schirm gehangen habe. Und das hat sich dann
Ich habe dann in den Niederlanden, um mir mein Studium zu finanzieren, in einer Showband gespielt. Die hat, sozusagen musste ich keinen großen Studienkredit aufnehmen. Habe an den Wochenenden immer Partymusik gemacht. Und die Band war nicht klein. Also wir sind da wirklich durch die ganzen Niederlande getourt, waren in Südkorea, in Frankreich, aber auch in so Party-Skigebieten. Und da habe ich dann halt angefangen, so das Level auch an Geschlechtspartnerinnen massiv in die Höhe zu treiben. Also es ging von Pornosucht in Sexsucht. Beides, parallel. Ja. Sexsucht, beides. Beides, genau. Es hat sich sozusagen wie auf so einer Rennbahn, wie so zwei Pferde laufen, die sind relativ gleich aufgelaufen. Und da war dann ein Manager auch in dieser Band, der hat eine Art Vaterersatz auch eingenommen. Der hat sich auch super um mich gekümmert, auch seine Familie auch. Und es hat sich eine sehr lange Zeit sehr gut angefühlt. Und der hat immer den hier gemacht. Weil ich hatte auch mal so Phasen, wo ich mich gefragt habe, ist das alles so normal? Weil ich lebe hier einen Stil wie vielleicht in so einem halben Hollywood-Film. Ja. Und er hat gesagt, hey Junge, Rock'n'Roll. Rock'n'Roll ist gut für die Band, ist es gut für dich. Hat er tatsächlich so gesagt? Ja. Ach so, okay. Es ist gut für die Band, ist es gut für dich. Das ist normal, du bist jung. Wir haben die Gespräche geführt zwischendurch, wo ich gefragt habe, ist das denn alles so normal? Und es kam dann irgendwann, als ich dann aus dieser Band ausgestiegen bin, zu einem Bruch, der nicht sehr schön war, der sehr radikal war. Ein anderer Bruch als der Verlust durch den Tod, aber eben ein harter Bruch. Und danach bin ich abgedriftet. Also da die Jahre danach, oder das Jahr danach vor allen Dingen, da hat sich dann... Was heißt abgedriftet? Dann habe ich angefangen, in dieser Porno-Welt andere Dinge zu entdecken. Also ich wollte dann, habe mir einen größeren Kick gesucht, einen größeren Reiz. Und habe dann zum Beispiel... Sex-Chats gefunden oder diese ganzen Anmeldeseiten, die wie Social Media nur in der Sexwelt funktionieren, so Portale entdeckt und Chatroulette war auch so ein Ding, wo man halt sich so durch so, also man filmt sich selber masturbierend und klickt sich sozusagen von Video zu Video, sind viele Männer dann am anderen Ende, bis man aber dann meiner Frau begegnet und dann masturbiert man zusammen und das ist das große Glücksgefühl. Und Beziehung? War Beziehung überhaupt noch ein Thema? Liebe? Nee, das waren auch immer parallel wechselnde Geschlechtspartnerinnen. Also ich hatte das teilweise, dass ich eine halbe Nacht lang vor der Webcam saß und dann kam irgendwann um nachts dann noch eine Dame vorbei und dann hatte man auch noch Spaß. Also es war so, ging wenn so das so ihr Leben bestimmt hat, ja, und Sie sagen, da es geht eigentlich, dreht sich alles nur noch darum, so wie Sie das andeuten. Hatten Sie denn auch Momente, wo Sie gesagt haben, Moment, ey, das wird jetzt zu viel, ich höre jetzt mal auf? Gab es solche Momente? Ja, es hat sich ja so hoch gesteigert, dass ich im Grunde genommen nächtelang davor saß und dann wurde es morgens schon wieder hell draußen. Also dass man im Grunde genommen aufgeschaut hat und aber jetzt soll ich mal langsam schlafen, hat sich dann hingelegt, aber dann ist man nach 3 Stunden noch wieder wach geworden. Der Laptop war auch noch halb aufgeklappt neben mir im Bett, auf weiter. Ne? Und es hat natürlich irgendwann gesundheitlich mir nicht mehr gut getan, weil ich einfach geistig nicht mehr da war, weil ich körperlich nicht mehr so gut funktioniert habe, wenn man halt einfach nur noch ein paar Stunden schläft pro Nacht. Also es hat einfach sich ein Extrem entwickelt, wo ich dann irgendwann halt auch das alltägliche Leben nicht mehr hinbekommen habe. Also ich konnte nicht mehr einkaufen gehen, ich habe mich in meinem Zimmer eingeschanzt. Es war so ein richtiger Tiefpunkt, so ein Loch. Und du konntest nicht aufhören, ne? Ganz, ganz, ganz schwer. Obwohl du gesagt hast, ich sollte jetzt aufhören, aber das hat nicht geklappt. Genau, ich habe dann irgendwann, und das war der Reflexionsmoment, also ich habe ja dann trotzdem irgendwann noch nachgedacht, so, das kann ja nicht okay sein, was ich hier mache. Ja. Weil ich habe auch den Kontakt zu meinen Freunden und ich habe in der WG gewohnt, der ist irgendwie... gebröckelt. Und ich habe auch die Lust am Gitarrespielen verloren. Also ich habe ja Gitarre studiert und war in der Band immer aktiv. Und irgendwann saß ich in meinem Zimmer, habe meine 3 Gitarren nebeneinander angeguckt und musste fast weinen, weil ich keine Lust mehr hatte, Gitarre zu spielen. Und das ist in meinem Leben noch nie passiert. Und wo stehen Sie heute? Was ist Ihre heutige Haltung zur Sexualität, zur Partnerschaft? Eine gute, weil ich in einer Beziehung bin, jetzt seit knapp 3 Jahren. Also meine erste Beziehung, die wirklich... intim und auch länger existent ist als vorher. Das gab es eigentlich gar nicht. Also so eine Bindung, also ich habe auch wirklich so eine Art, ich würde sagen fast schon Bindungsstörung, also auch diese Angst vor Verlust, ist ja wahrscheinlich auch immer mitgeschwommen. Ja. Und das tut mir extrem gut. Und durch diese Beziehung bin ich auch tatsächlich erst auf die Therapie gekommen, dass das ein Weg für mich ist, weil ich auch immer dachte, hey, DIY, ich mache das alles selber. Ne? Das hat dann irgendwann nur noch bedingt funktioniert und habe dann gemerkt, okay, hey,
professionelle Hilfe ist auch gut und offen in der Beziehung auch darüber zu reden. Mhm. Und dann aber auch andere Dinge in der Beziehung zu entdecken, also das Sex. Und da bin ich aber noch lange nicht da, wo ich sein möchte. Mhm. Dass Sex mehr ist, und darum habe ich das aus meiner subjektiven Wahrnehmung am Anfang erzählt, dass Sex und Liebe für mich so zusammengehört. Ich kriege es nur nicht zusammen, aber ich entdecke es jetzt langsam, dass Kuscheln und sich streicheln auch was Schönes sein kann. Mhm. Und das habe ich nie zugelassen. Also ich konnte auch einfach lange Zeit, also jetzt komme ich da langsam hin, dass ich auch meine Mutter oder meine Schwester, ich kann die auch mal umarmen und auch mal irgendwie was zeigen an Gefühl. Und das war einfach nie möglich. Mhm. Aber weil man sich auch nie damit auseinandergesetzt hat. Sex, Lust und Frust. Ja. Vielen Dank an Sie, ja. Herr Freise. Vielen Dank an die gesamte Runde. Wir sehen uns wieder im Nachtcafé in einer Woche. Ich freue mich auf Sie. Wir alle freuen uns auf Sie. Bis bald in Ihrem Nachtcafé. Tschüss und danke nochmal an alle. Auch an Sie zwei. Danke.